I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Wir spielen hier heute den Bob Ross Simulator. Mal nach Zahlen. Nein, wir spielen Layers of Fear. Grüßt euch, Freunde. Ich bin Steve. Bei mir ist der charmante Benny. Hallöchen. Und wir zocken Layers of Fear auf dem PC. Wir haben schon viel und sehr, sehr lange um dieses Spiel herumschlawenzelt. Irgendwie jetzt ist es dran. Und ihr seid mit dabei. Leider. Oh. So, also ich kann schon erstmal sagen, es sieht Sahne aus, oder? Also es sieht sauber aus, also richtig schön. Zwar verstörende Bilder, wie ich gerade gesehen habe, was war das denn für ein Bild, bitte? Ja, es ist quasi der geklaute Rubens-Bengel. Also wir sind anscheinend Maler und sollen etwas beenden. Ich gehe mal von einem Bild aus. Ein Maulkorb. Oder ist es vielleicht eine Tragetasche fürs Fahrrad? Wer weiß das schon. Aber man konnte jetzt auch nichts machen, ne? Irgendwie, oder? Nö. Ich glaube, kannst du nur untersuchen mit dieser Lupe, oder? Ich glaube. Okay, wir müssen die Türen wieder selbst schwingen. Das kennen wir schon aus Visage. Am Arsch. So, hier. Ist noch ein kleiner Essenzettel hier. Da gucken wir mal drauf. Ha. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, ja. Leertaste. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unseren Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist. Das sagen alle. Die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. All unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinem weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, F.A. Pesky, Pest, Schädlingsbekämpfung. So ihr Lieben, das wird auch der letzte Text sein, den ich hier vorlese. Wir werden es am besten einfach so machen, irgendwie, wir checken den Text ab, irgendwie, werden den wahrscheinlich halt nachher im Video ein bisschen einkürzen. Wenn ihr den ganzen Text sehen wollt, irgendwie drückt einfach die Pause-Taste und liest ihn euch in Ruhe in eurem Tempo durch. Wir machen mal weiter. Oh Gott, kannst du wieder alles öffnen? Ich kann wieder alles öffnen. Und wie ich mich kenne, weg auch. Oh, warum haben die so viel Teller? Falls Besuch kommt. Viel Teller? Oh, Moment, Jägermeister. Nee. Also ein schöner Bourbon-Whisky. Bourbon-Whisky. Ja, damit okay. Kannst du nichts anfangen, ist für mich. Stimmt. Oh, hier haben wir noch ein Bild. Wir sind wahrscheinlich auf der rechten Seite. Der weggekratzte. Also wir scheinen anscheinend ein großer Tellerfreund zu sein. Wahrscheinlich so gemälde Teller. Oh Gott. So, was haben wir denn hier noch auf dem Tisch zu liegen? Bescheuert, ich habe an meinem Ringfinger habe ich ein Pflaster auf der Fingerkuppe, weil ich mich heute am Karton geschnitten habe. Richtig nervig, weil ich dadurch kein Gefühl auf der A-Taste habe, weil ich da angekommen bin. Also, wenn ich hier wie so ein Schlagseite, wie so ein besoffener Seemann hier nach links tauke, bin ich von Land. So, okay, gut. Hier können wir erstmal, ich weiß nicht, dieses komische Buch hier in der Mitte. Was ist das, ein Tarotkartenset? Nein.
Haben wir Licht? Können wir Licht machen mit irgendwas? Nein, können wir auch nicht. Och, ist aber auch. Ja, wir haben, haben wir irgendwas wie so wie eine Art Inventar oder gar nichts davon? Ich, sieht nicht so aus, Benni. Also bis jetzt noch nicht irgendwie. Okay. Vielleicht kommt halt. Das noch. Was? Was? Popkel? What? Popkel, oder? Mit der Adresse drauf. Guck mal, wir sind in der Muffin Avenue 7C. Ja, Muffin? Nee, Muffin nicht. 7C, ja. Muffin. Okay, wir gehen da noch nicht rein. Wir gucken mal erstmal hier hinten nochmal. Hier leuchtet, der ist blau. Oh, Moment. Was? Hä? Scherben? Okay. Scherben. Ach toll, guck mal, die Flare-Effekte, die sind natürlich geil, ne? Schön. Die sind natürlich sehr schön. Ja, hier Lappen und Handtücher. Ich finde ja sowas immer mühselig, wenn alles sich öffnen lässt und du alles einmal durchchecken musst. Das ist Tatsache. Oh, okay, alles klar, gut. Hier haben wir noch ein paar Orden. Und hier war noch gerade was zum Lesen. So. Ja, das Problem ist halt wirklich, finde ich, wenn du alles aufmachen kannst, ist das insofern immer ein bisschen schwierig, weil du halt, oder mir jetzt dann immer so, ich habe dann immer das Gefühl, okay, du musst doch wirklich alles aufmachen, bevor du irgendwas übersiehst oder vergisst oder sonst irgendwas. Macht's halt schwer, ne? Macht's halt schwer. Ja, aber ich glaube, das machen die Entwickler mit Absicht, genau aus diesem Grund. Ach, du meinst, damit das Spiel ein bisschen verschleppt wird, ja? Ja, ja, ja. Die werden auch so kleine Geheimnisse auch irgendwo versteckt haben wahrscheinlich, dass du wirklich gezwungen bist, alles einmal dir anzuschauen. Okay. So, das war's auch mit dreckigem Wasser. Nee, da kommt's wieder. Schön. Mach mal ein Foto von. Wer das sehen will, hier oben ein Link. Checkt's mal aus. Phasmophobia. So. Ah, es werde Licht, wie schön. Oh, nicht so schön. Untere Knieprothese. Prothese. Okay. Ja, und die mich kennen und schon mal das ein oder andere Let's Play von mir gesehen haben, wissen, ich gehe sehr gerne in Horrorfilmen in Badewannen und nehme erstmal ein Bad. So. Oh. Ja, schau, hier ist noch eine Lampe. Kann man da anmachen? Wunderbar. Und noch mehr Schubladen zum Aufmachen. Schön. Was ist das hier? Das, Binden. Ekelhafte, schmutzige Mullbinden. Aus groben Hanf. Oder Sisal. Oh Gott. Ist ja nicht aber so leider Gottes blutbeschmiert. Ja, hier wird's recycelt. Hier wird abgecycelt. So. Was haben wir hier? Rattengift. Mhm. Ah, auch da kommt mir eine kleine Erinnerung hoch. George, can you take me my tea? Stimmt. Willst du mich mal den Wasserhahn mal wieder ausmachen? Nein. Dann läuft doch alles über. Guck dir das doch mal an da. Meinst du, hier läuft über? Na, ist das nicht da unten auch alles Wasser? Ah, okay, man kann auch Licht anmachen. Hey! Ist mein ganzes Haus abgesucht, aber. Interessant finde ich tatsächlich, dass der. Hintergrund so ausgeraut dadurch irgendwie. Das ist. Krassen Effekt, finde ich. Ja. Oh, ist ja ganz schön nass hier. Was hier wohl passiert ist. Warte mal, kleinen Moment. Auf das Brett. So, okay, dann schauen wir noch mal weiter. Was haben wir hier? Oh, nee, echt. Ja, tatsächlich. Aha. Oh, ja, okay, alles klar. Gut, wir haben anscheinend hier eine kleine Rattenplage.
uns haben jetzt gerade alle ausgelöst. Sehr, sehr schön. Und ich habe mich gerade richtig schön erschrocken. Ja, ich habe mich auch gerade gewundert, was die so rumplattert. Okay. Ob wir uns vielleicht die Telefonnummer merken sollten? Ob wir die nochmal anrufen sollten? Bisschen nerven? Bisschen voll Spam? 555-3825. Genau. Schnell, wählen effizient Sie und diskret. Ja, wählen Sie 555 Schuh. So, warte mal, hier war noch was. Ach nee, das war die Lampe oben. Und ich komme wirklich immer mit dem Ringfinger auf Caps Lock, wa? Ohne zu merken, es ist so scheiße. So, okay. Hier ist was verschlossen, Benni. Hier kommen wir nämlich weiter. Hier haben wir noch ein paar schöne Jeanshemden. Ja, eine tolle Lederweste, so wie ich das so sehen kann. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. So. Okay, das ist unser Atelier. Mein Herr. Tja, wo ist jetzt... Genau, wo ist das Büro dazu? Ja, ich würde vorsichtig sagen, vielleicht oben, aber wir können ja erstmal uns... Ich glaube, das war die Küche hier, ne? Ja, ja. Das sieht wie die Küche aus. Ah, ich mag ja diese schmiedeeisernen Aufhängungen, wa, für die Decke. Wo du Zeug ranbringen kannst. Interessant. Ich wollte gerade sagen, interessant, wie der Fokus ist. Ich habe nämlich als erstes die Weinflasche gesehen. Naja. Sieh doch nur, ein wunderschönes Stillleben hier. Toll, aber es sieht doch einfach geil aus, oder? Großartig. Weißt du, ist noch so ein ganz alter Steinofen, ja? Wo du unten die, das befeuerst, sodass die Steine heiß werden, dass du da drauf dann, ist ja sogar ein Bügeleisen drauf. Naja, letztendlich ist das halt wahrscheinlich kein richtiger Herd. Das ist halt einfach so ein Warmhalte-Element irgendwie, also wo du halt, also du wirst dich wahrscheinlich erhitzt haben, aber so, das ist halt Stein, das ist wie, wahrscheinlich so ein Pizzasteinofen, weißt du? Also halt heißer Stein. Heißer Stein, genau, das kenne ich ja. So war das dann, das war hier vorne. Wirklich schwer aufbegeistert von dieser wunderschönen Küche. Schön, gefällt mir. Hello, Sir. Siehst du denn hier irgendwie eine Schnur oder irgendwas? Nee. Also für die Deckenbeleuchtung? Nee, für die Lampe? Nee. Gibt auch kein... Oh, guck mal, Schalter. Wollte gerade sagen, gibt auch keinen Schalter, aber doch, gibt's. Ach, toll. Schön. Kommen die Fliesen auf dem Boden irgendwie bekannt vor? ja, ne? Aber es fehlt noch so dieses goldene Zierelement in der Mitte. Aber ansonsten stimmt. Sehr beliebtes Muster in Horrorspielen. Und wir haben ja anscheinend einen sehr großen Paprika-Freund. Und Zucker ist ein sehr beliebtes Gewürz. Das ist ja nicht Mineral. Nee, was ist das? Kristall, ne? Ja. Ja. So. Gut. Okay. So viel zur Küche. Da hinten ist auch noch eine Tür. Ne, hinten hier, da. In jetzt, nee. Richtung Werkstatt. Und neben der Werkstatt. Rechts daneben ist noch eine Tür. Holy moly. Ich hab jetzt nicht gesehen. Oh Gott, da geht's in den Keller. Der Keller. Das war... Nö, jetzt schon noch Keller mal. Hin, nö. Muss nicht. Benni, du weißt, was passiert, wenn wir in den Keller gehen. Und die haben ja ein Rattenproblem. Mann. Oh, krass, Alter. Okay. Boah, ist der groß. Ja. Mann, Alter. Das ist hochgradig beängstigend. Ja, die... was ist denn da hinten? Es ist so Holzpuppen. Boah! Ist das eklig. Na, ist ja mal gar nicht unheimlich. Igitt. Warum hat man denn so viele hässliche Puppen? Versteht nicht. Was muss in den Leuten vorgehen? So, tatsächlich hätte ich gerne mal... Bitte? Was war das? Ach, der Boden, oder was? Ja.
Ich hätte gerne wirklich mal eine Lampe, eine Kerze, irgendwas in der Richtung, was so ein bisschen Licht spendet. Oder eine Sonnenbrille. Was Licht spendet? Eine Sonnenbrille? Ja, genau. I wear my sunglasses at night. Oh, ein Zeugnis. Verstehe ich aber jetzt nicht. Was? Lesen 3, 4, 5, 3? Ja, ne? Wieso? Sport. Versteht vom man gut. Nicht? Nee, jetzt ist, was ist denn jetzt gemeint? Habe ich jetzt eine 3 hinlesen, eine 4, eine 5 oder eine 3? Ja, das sind die Zensuren, die du in dem Fach bekommen hast. Das ist, glaube ich, nicht so als Gesamtzeugnis zu verstehen, wie wir das kennen, okay, mit einer Note, einer abschließenden Note, sondern das sind wahrscheinlich alle Noten, die du bekommen hast in dem Fach. Okay. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Ich finde es auch toll, dass man jetzt hier nicht einfach ständig durch haufenweise Kippen läuft, sondern diesmal halt einfach durch Weinflaschen. Kaputt gemachte Weinflaschen. Machen wir dann, Leute. Okay, gut. Dann gehen wir mal hoch. So, Leute, ich lass überall das Licht an. Ich mache jetzt hier nicht überall noch das Licht aus. Das wird jetzt nicht passieren. Ich bin froh, dass das so ein bisschen illuminiert ist alles. So, ach, wie schön. Mit Bank. Und es schüttet wie aus Eimern. Was? Eine Flügel. Eine Flügel. Ja. Eine Flügel. Ja, ja, richtig. Eines Konzertpiano. Was? Oh, wie? Was ist? Wo geht's denn da hin? Okay. Was Ach, das ist umgekippt. Guck mal, da ist ein Blumentöpfchen. Ich sehe keinen Blumentopf. Schade, ich dachte, das wäre eine Pflanze, was ich da so an der Tür sehe, aber nee, das ist es nicht. Nee, tatsächlich ist es jetzt, die Wurzel allen Übels. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht nach irgendetwas nicht so Schönem aus. Ich würde auch einfach mal sagen, nö, das probieren wir mal erstmal noch nicht. So. Eingekrakel. Und dann alle groß geschrieben. Versteht nicht, was ist das für eine Handschrift? Die ganze Nacht gearbeitet, weckt mich nicht auf. So sieht's aus. Kalle. Aufstehen! Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she... Ja. Eieiei, also ich empfinde das als sehr schwer lesbar irgendwie, wenn... Also die Schrift ist sehr, sehr gequetscht und sehr zusammengepresst. Und dann alles noch groß. Irgendwie das macht es, finde ich, für mich etwas schwierig, irgendwie das flüssig wegzulesen. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, Benni? Na, es geht. Also ich weiß, was du meinst auf jeden Fall mit dem zu singen, dass das alles zusammengedrückt ist und das ist ein bisschen schwierig. Ja. Okay, also wir haben schon mal von einem... schrecklichen Unfall erfahren. Ein Brand. Ja. Gehstock. Ach Gott. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. So. Willkommen bei Dr. House. Ja, definitiv wird hier sehr viel Alkohol konsumiert. Wenn ich mir die zahlreichen Wein- und Sektflaschen angucke hier. Champagner. Ihr Penner. So, ja, nee, halt mich geirrt. Hier wird nicht so viel getrunken. Für Nachschub ist immer gesorgt, im Schlafzimmer ist wichtig. Er kriegt die Tür ja nicht mehr zu. So, okay, Benni, du hast jetzt die Wahl zwischen fürchterlich gruselig halb offen stehende Tür. Ja. Bizarr offener Gang mit... offen stehender Tür oder Tür mit blutigem Dingensbummens vor der Tür. Dann entscheide ich mich ganz klar für den Flügel. Ich möchte mir zuerst den Flügel anschauen. Gut, das ist gar kein Problem. Das und hier wartet auch schon ein Noten. Hier warten Noten auf uns. Ja, braucht mir keiner erzählen, habe ich sofort erkannt. Ist Rain and Blood von Slayer. Genau.
in D-Moll. So, okay. Und wer jetzt erwartet? Eine Weinflasche. Bis jetzt haben wir noch kein nichts aufgenommen oder irgendetwas in der Richtung. Ach du meine Fresse. Okay. Nee. Bis jetzt haben wir noch nichts irgendwie. Das ist das Büro, glaube ich. Mitgenommen. Licht ist immer schön. Nee, es ist die Bibliothek. Oder? Vielleicht doch das Büro. Nee, eher das Büro, ne? Oder? Ich würde auch sagen Büro, weil da müsste ja auch der Schlüssel. Schlüssel, ne? Und wir haben unseren ersten Gegenstand aufgenommen. Es wird der Schlüssel sein. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Name von Bennys Sexvideo. So, okay. Schön, achtet. Also diese Flay-Effekte, ich mag sie. So, was hat er hier in der Hand? Der kleine Hessen. Vor allem, was hat er in der Hand? Was hat er im Gesicht? Er ist halt zünft der Bartwuchs, ist halb Ungare. Da ist er schon mal abdreizten. Mit Rasieren. Oh, was haben wir hier? Okay, die erste Kippe gefunden? Nein, das ist die Fuge. Okay. Gut, was haben Warum wir hast du jetzt so einen Fokus auf den Kippen? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ja, da haben wir uns wohl ein bisschen. Ach, okay. Oha, okay. Keule. Oh Gott. Ja, da ist aber auch wirklich was ganz hier wirklich schief gelaufen irgendwie. Da ist natürlich klar, dass es Beschwerden gab. So, aber wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt ins Atelier. Ich gehe mal von aus, dass es das Atelier ist, weil es war Farbe an der Wand, an der Tür. So, Benni, die Frage ist, wollen wir uns noch hier oben weiter umsehen erstmal? Ah, ich bin am Überlegen, weil da hinten, das sieht so, Also die andere Tür, die will ich gar nicht, da will ich erstmal noch gar nicht hin. Die da, nein. Dann machen wir lieber die hier, nochmal. Alles klar. Oh, hier sind sogar zwei. Was war das? Hier sind sogar zwei Türen. Okay, die ist verschlossen. Es sieht wie das Kinderzimmer aus. Pretty in Pink. Da passiert doch gleich was, oder? Ja, sieht unheilsverkündend aus. Na, was? Ja, Holzpuppen kennen. Ja, früher hatte man nichts anderes. Klick, klack. Oh Gott. Oh nee. Fürchterlich. Oh. Da steht's. Lauf, Schlampe, lauf. Ach, toll. Einfach schön. Ja, scheinbar haben wir auch ein Kind gehabt, was so bedingt gut in der Schule war. Wunderschön. So, na dann. Auf zum Atom. Oh nee. Die Bilder sind schon ein bisschen, ja, verstörend. Guck mal. Hier kann ich sogar klugscheißern. Weißt du, von wem das hier oben ist? Nee. Das ist ein Füßli. Ein was? Ein Füßli. Okay. So hieß der Maler. Ist jetzt jemand an der Haustür oder ist das jetzt eine Uhr? Or is it the front door? Ich glaube, es war die Uhr. Ich hoffe, es war die Uhr.
Aber wir können gerne nochmal kurz zur Tür gehen. Ja. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay. Werbung! Oh, Moment, was haben wir hier? So, da sind wir wieder. Okay. Oh Gott, ja. Also ich würde mal ad hoc sagen, irgendwie von uns wurde jetzt gesprochen. Wir haben anscheinend eine hinreißend hübsche Frau. Und wir haben ein Kind. Ne, wir erwarten eventuell eins. Stand es nicht drin? Was? Wir erwarten eins, ja, aber wenn wir hier schon ein fertig eingerichtetes Zimmer da oben haben. Du weißt ja nicht, was eventuell passiert ist. Ah ja gut, okay, das Zeugnis, okay, ja gut, das Zeugnis. Ah, hast recht. Oh, ey. Das ist aber auch alles lebensbejahende Kunst. Wunderbar. Irgendwie, da hat man doch, das macht gute Laune. Einfach, das ist. Da freut man sich. So. Aha. Okay, das ist auch so ein Ding. Warum kann ich es denn jetzt aufmachen? Da muss denn die Farbe nicht auf die Leinwand? Was ist denn? Stand nicht was über der Tür? Get it right this time. Diesmal richtig. Aha. Okay, gut. Wir schauen mal in die Truhe noch. Okay. Hier gibt es mal eine Menge Pinsel. Und die sind alle kaputt. So, also entweder haben wir ein sehr aufbrausendes Temperament. Oder wir mögen keine intakten Pinsel. Das, wer weiß das schon. Wirkt alles sehr beängstigend und sehr bedrückend irgendwie. Also, prinzipiell ist es natürlich halt. Na klar. Wisst ihr, ich sehe kaputte Pinsel, ich habe noch kein bisschen Farbe gesehen, aber suff. Der Meister malt also, ja, na bitte. Der Meister malt mit Rotwein. Ja. So, hier haben wir doch mal verloren. Du verdienst es. Bitte Ende. Es. Gut. Okay. Sind wir bereit, Benny? Ja, bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Da haben wir zwischendurch noch mal eine kleine Pickelbehandlung gemacht. Wundervoll. Ganz schau. Ja, jetzt ist halt die Frage, sollen wir malen? Ja, sollen wir jetzt den Pinsel nehmen? So, ja, jetzt ist halt die Frage, vielleicht sollen wir auch erstmal rausgehen? Wo ist unser Wohnzimmer, Flur, Empfang, keine Ahnung? Das ist doch jetzt ein komplett anderer Flur. Okay, wir brauchen auch keine Farbe, das wird alles überbewertet. Okay, ich würde mal sagen, das Game nimmt jetzt so ein bisschen vom Gruselfaktor Fahrt auf. Aber erstmal lesen wir noch 5 Seiten. So, ja, also wir haben anscheinend massive Eheprobleme. Oder nicht massive, aber wir haben auf jeden Fall Eheprobleme. Und der schöne Holzboden, der schöne Holzboden. Könnte ja schon mehr ausrasten. Warum braucht man bitte einen Pfeifenständer? Just out of reach. Wow. Wollte gerade nur so einen total stumpfen Witz machen über deinen Spruch. Ja, aber da ist doch auf dem Tisch, da steht doch, da ist doch so ein Pfeifenständer. Warum sieht das schon wieder anders aus? Da, siehst du nicht die... Ja, der Herr von damals rauchte Pfeife, bin ich. Ja, aber doch nicht 7 Stück gleichzeitig. Na, vielleicht wollte ja ein Gast eine rauchen. Ich weiß nicht, Benni, ich weiß es doch auch nicht. Warum verändert sich andauernd das Haus? Wir sind jetzt hier, wo sind wir? Ah, das ist wahrscheinlich unsere Frau, die
brillante Komponistin. Im Kreis drehen. Ja, das ist... Verstehe jetzt nicht, warum man so aufs Sofa schreiben muss, aber... Oh Gott, Alter, was ist denn... Wer kommt denn auf die Idee, das sich hinzuhängen und zu sagen, das ist doch mal ein schönes Bild für den Flur. Save the date. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen, eure Gesellschaft zu feiern. Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Also wir werden auf Teufel... Nein... Wir werden auf Teufel komm raus nicht beim Namen genannt. Warum, Benny? Was meinst du, warum, wer ist das so? Das Schlimme ist, das ganze Spiel an sich gerade, oder die Story an sich, ach du Kacke. Oh. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Was war das? 9. Juni? Achso, gibt's doch so. 9. Juni. So, okay. 9. Juni, da wird doch mal... Ist das hier Flüster? Mhm. Schön, schön. So, jetzt ist die Frage Englisch oder Deutsch? Oder, also US oder... Ja, bei 9. Juni sind zwei Zahlen. Was machst du denn bei der dritten? Naja, 09. Ey, warum? Geht mal weg in die Mitte, klickt dann mit der Maus nach außen. Was ist denn das? Ja. Okay, brauchen wir vielleicht noch andere Indizien? Okay. Okay, ja, alles klar. Okay, gut. Probier mal 485. Was? Die Vergangenheit hält zurück. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Der wird bestimmt richtig angenehm zu tragen gewesen sein, hier mit dieser schönen scharfen Kante hier. Weißt du, okay. Woran mich gerade die Stimme erinnert hat? Nee. Die hat mich an ein Spiel erinnert, was ich schon mal angefangen habe zu spielen, aber nie zu Ende gebracht habe, und zwar Amnesia. Daniel. Daniel, so sieht's aus. Aber es kommt noch. Es kommt noch. Dieser Klassiker muss kommen. Ja, okay. Damit haben wir, ist der Drops hier lutscht, oder? Okay, oder was? Aber dennoch, warum verändert sie... Warum bewegt sich der Schaukelstuhl? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird uns dieser Brief... Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht... Wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Ja. Okay. Mhm. Okay. Und hier erstmal Champignon und einen Stein zum Essen. Lecker. Lecker, Alter. Hallo. So. Hallo? Kann ich auf dich. Ja, man kann mal noch zurück. Gibt's hier noch Licht? Fette Domino-Steine, Alter. Aber richtig. Ja, kannst du mal schön Domino kloppen hier. So, okay. Müssen wir eine Flasche Rotwein. Das ist unheimlich wichtig. Tja, wozu soll ich jetzt immer ständig diese Schränke aufmachen können? Das macht keinen Sinn, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn passiert?
Ich wollte eigentlich gerade auf die Puppe eingehen, aber gut. Oh Gott. Wo sind wir? Sind wir runtergefallen? Ja, wir sind irgendwie abgestürzt. Ganz gewaltig. Es ist auch dunkel hier wie ein Arsch. Ah, Lichtschalter. Oh! Wow! Oh! Gänsehaut, Deluxe, Freunde, Deluxe. Es ist, okay, also jetzt muss man sagen, jetzt wird's gruselig. Und deswegen möchte ich erstmal noch meine Seite lesen. So, den nächsten Brief liest aber Benny vor. Was? Wie? Ja, du. Oh. Gott. Ja, das war ein ganz schöner Jumpscare hier. Freund Blase. Das war wirklich, also, nee, du. Mhm. Da ist eine Falltür. Oder? Nee, eine versteckte Tür. Aha, wir sind wieder hier. Ja, nur dass die Puppe nicht mehr da ist, wo sie sein sollte, sondern guck mal auf den Rehkorb über den Kamin. Das sieht nicht schön aus. Also, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, hier ist was ganz gewaltig schief gelaufen in diesem Haus. Oh Gott. Ja, das ist nicht schön, Alter. Das ist ja nur wirklich ganz und ja nicht schön. So, jetzt haben wir hier quasi den, wie ist ja, was soll das sein? Der Rennbrand. Ja, Benny. Ja. Ich bin... Oh, guck mal, kannst du... Oh, guck mal, der Globus. Hui! Ja, Benny, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt wieder zurückgehen? Ja, wir müssen hier, aber... Ach. Es ist auch schon wieder ein komplett anderer Flur. Güldes Gott, was oh, ist das denn? Oh, echt, ja, wirklich so eine Doppelbeleuchtung. Oh, ist das fies, ey. Ist ja mal nicht unheimlich. Hoppala! Tappada, paint me blind, farm tiefe Lügen. So, ich hab den nächsten Brief vorgelesen. A bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Tatsächlich klingt er auch wirklich so ein bisschen wie die jüngere Variante von Robos. Not that round. Aha. Sieht ein bisschen aus, das Bild hat was von Titanic. So, wo sie sich so, weißt du, wo sie sich so malen lässt. Ja, ich habe Titanic gesehen und ja, ich stehe dazu. So, weiter geht's. Stillschweigendes Tasse in die Hand nehmen. Und verächtliches Schlucken des Tees. So, damit meinte ich natürlich nicht Rob Ross, sondern Bob Ross. Ist klar. So, aber ich muss sagen, die Jumpscares sind ja schön gepfeffert hier. Ich bin auch dafür, dass ich jetzt gleich, dass du das Spiel alleine weiterspielst. Und ich einfach sage so, ne? Also, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, der verwegene Benny ist wieder Co-Pilot. Und ich muss jetzt wieder spielen hier. Dieses grauenhafte Spiel. So sieht's aus. Wann bekomme ich endlich mein Gianna Sisters? Ach. Also wir konnten... Ist die Ratte gerade ins Feuer gerannt? Nee, hier in den Busch. In den Busch. Aber wir haben hier keinen Schädlingsbefall. Wir haben alles untersucht. Natürlich, guck mal. Die ist ins Feuer gelaufen. Suizidratte! Trau mich jetzt nicht mal an Bilder ranzugehen. Oh. Okay, ich verstehe warum. Oh! Wow. Mann, Alter! Wieso? Ich will doch nicht so mal bitte selber kicken, was da steht. Oh, Scheiße.
Oh, scheiße. Ich bin übrigens ganz froh, dass ich das Spiel aktuell nicht spiele, sondern einfach nur zugucke. Ja, schön, 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 Benni, schön. Du bist doch sehr leise gerade. Ich lehne mich gerade sehr entspannt zurück. Und ach, bin deswegen schön, dass du mal entspannt bist. Nee, überhaupt nicht. Oh Mann, oh. Also ad hoc würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal wieder zurück in einen völlig anderen Flur. Oder? Ja, weil kannst du mir erklären, warum sich andauernd das so verändert? Nee, und wahrscheinlich, weil wir hier einen schizophrenen Wahnsinnigen spielen, irgendwie, der einfach nicht mehr alle Latten am Zaun hat und sich den Hirn weggesoffen hat. Gut, deswegen ist es eine Erklärung, ne? Also, damit kann ich erstmal leben. Weil anders kann ich mir den diese Wirrwarr hier nicht anders erklären. Also, das ist halt auch, komm. Was ist denn, warum Alter. Denn, Mann? Mhm. Was wollt ihr denn für Papiere verschicken? Ja, ein riesen Bündel an Papieren. Ah, wird er wahrscheinlich eher binden lassen. Oh, eine Kerze hinter der Gardine, letzter Brandgefahr pur. Also, das ist doch höchst, höchst verwerflich. Also man sieht so viele Briefe und viele Korrespondenzen hier, ne? Irgendwie, okay. Einen Moment, bevor du gleich weitermachst. Verrat mir mal, warum meine Aufnahme nicht mehr läuft. So in die Ecke. Aufnahme ist jetzt wieder da. So, okay. Alles klar. Oh Mann. Oh, schön. Nee. Ein leerer, dunkler Flur, flackerndes Licht und Kinder- oder Frauengeweihen. Ah. Warum denn immer? Ich möchte das nicht mehr. Okay. Also das Wein kommt aus diesem Raum. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Links oder rechts, Benni? Links. Paprika! Okay. Wo ist Sugar? Sugar! Eieieiei. Oh je, irgendwie hält das Gefühl, dass hier gleich wahrscheinlich irgendwie ganz viel zu Bruch gehen wird. Wird wahrscheinlich ganz viel Paprika sein. Ja. Yep. Unverhältnismäßig viel Paprika wird hier verbraucht. Ich sage ja, Ungarn. Oh. Ist das eigentlich politisch noch korrekt, wenn ich jetzt sage, Ungarn essen viel Paprika? Eigentlich. Nee, ja, ich kenne. Oder? Also eigentlich ist es doch ein ursprünglich ungarisches Gewürz. Oder? Oh, du, da, das weiß ich zwar nicht, aber ich sag mal ja, weil ich verbinde es jetzt mit ungarischem Gulasch, was ich immer paprikalastig ist. Ja, ich finde auch, dass die ungarische Küche extrem paprikalastig ist. Also, bist du Ungare, fühl dich bitte nicht auf den Schlips getreten. Wir mögen Paprika, wir mögen Ungarn. So sieht's aus. So, das sind verdammt gruselige Kerzenständer. Vor allen Dingen auch alles darunter nass. First step is the hardest. Okay, first cut is the deepest. Na bitte. Oh, ah, Küche! In the kitchen. Jetzt frag mich aber. Aber von der falschen Seite? Nee, ne, du, ja. Das ist doch richtig. Hier war das ja, langsamer. Genau. Hat sich denn. Oh, guck mal, da ist eine Banane. Banane. Ja, vor allen Dingen unser. Bitte was? Kommen die Früchte aus dem Gemälde? Hab ich das gerade richtig gesehen? Och, schön. Schön. Ganz show. Wow! Alter!
passiert mir jetzt gerade viel zu viel hier gerade. Oh nee, ey. Ey, Benni, du bist immer weiter weg. Bist du überhaupt noch am Start? Oder? Ja, ja, ich. Ja, ich bin da. Ja. Bleib hier schön bei mir. Ich mach das hier nicht alleine. Ich erschreck mich halt nur sehr. Oh! Wir lieben Lebensmittel. ja. Oh. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Oh. Okay, ich verstehe, was für eine Leinwand er meint. Oh, das finde ich ja nicht gut, wa? Das finde ich ja nicht gut. Nee. Warum ist denn das auch so dunkel? Also, ich glaube, wir sollen wieder raussehen. Ist da nicht so ein Lichtschalter? What the fuck? Nope. Weil es ist auch schon, finde ich schon traurig, dass er sagen muss, dass er nur mit Alkohol quasi seine Hand ruhig halten kann. Ja. Das ist ja schon. Tief ja durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? So, dann schmieren wir mal den Hautlappen hier hin, oder was, wa? Oder? Aha, ja, ja, du machst das als, ne? A little bit. Ne? Yeah, weißt du? Just a little bit. Flashy red. Yeah. Beautiful. Ja. Genau. Flamingo. Flamingos, oder was? Fleischmingos? So, wir müssen anscheinend 6 Bilder fertigen. Wenn ich das jetzt mal anhand der Schränke abzähle. Und nachher unser, keine Ahnung, Magnus Opus. Also um. Formlose Träume. Schon wieder alles weg. Ein Fahrstuhl. Genau. Ein Fahrstuhl, Alter. Ja, Benni. Links oder ich rechts? Sag immer, hoch oder links, runter? Links. Links, ja? Ja, wir gehen nach links. Geht nicht. Geht nur nach rechts. Muss ich jetzt hier noch die Tür zu ziehen? Ja, ja, klar. Sonst geht das nicht. Sag mal, geht denn hier gar nichts automatisch? Sicherheit geht vor, mein Junge. Ach What? Du Scheiße. Konntest du da das lesen, was da dran stand? Nee, das ist nur, wie hab ich den Kopf geschossen, in was für einer Bumsbude sind wir jetzt schon wieder gelandet. Also ich denke mal in den Spielen, es kann nicht schlimmer sein. Es kann einfach nicht schlimmer werden und es wird schlimmer. Okay. Mindestens 3 Türen. Locked. Okay, 4 Türen. Hast du das gehört? Ja, ich glaube, es war eine Ratte. Ich hoffe, es war eine Ratte. Oder, ach, da hinten ist doch die Tür aufgegangen. Ja, ja. Ach nee, echt jetzt. Wer sitzt denn da? Der Wolf. Das ist ein Gemälde. Oh. Oh, na, das ist. Ach, das ist sein. Wie nennt man es denn? Sein Erholzimmer oder was? Ach, du Scheiße. Das ist die Schlüssel. Key. Da passiert doch gleich was, komm. Du kannst mir jetzt nicht. Oha, ja, da ist denn wohl mit Frauchen was passiert irgendwie.
Deswegen driften wir so ab, okay. Naja, ich glaube noch nicht, dass jetzt... Ja, dass es noch nicht alles war, aber das war, glaube ich, der Anfang. Hä? Hä? Warum sind wir denn... Was es ist denn? Schon wieder völlig anders hier. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Der Typ hat eine echt krasse Stimme. Oh, darling, come on. Don't make me beg. Okay, man, jetzt sind wieder diese schwarzen Wurzeln, irgendwie, wie sie schon auf der Tür waren. Stimmt, da waren wir ja in dem... Ach, also, wenn es ja Wurzeln, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, Verschmutzung? Ihr grinnt auf der Linse hier. So, okay. Sind so viele Türen und so viele... Ich komm mich... Jetzt geht's noch weiter. Ach komm, Alter. Ach komm. Was ist denn das Geflipper? Alter, so ein Trapsen. Ach shit. Aber wir müssen nach oben gehen. Wahnsinnig viele Bücher. Hallo, hallo. Oh. Ja, nö. Komm mal, offenes Feuer kommt immer gut, irgendwie. Ach du Scheiße. Da laufe ich jetzt aber nicht rüber. Warum denn nicht? Grillparty? Ja. Irgendeiner mal angefangen, Möbel anzuzünden. Das kann man machen. Kann man, ja. Das kann ja auch jeder selber machen, wie er will. Ich persönlich würde aber sagen, lieber Heizung. Oh, nee. Oh, Benni, nee. Das war der Windzug. Das ist... Alte Häuser haben das so an sich. Ja, meinst du wirklich, dass das ja, der Windzug ist? Ja. Kannst ruhig. Guck mal, easy. Ist nur... Der hat die ganzen Flaschen umgeschmissen, der Windzug. Guck mal hin, nee, das ist alles runtergefallen. Ich sag ja, war der Windzug. Oh. Wisst ihr? Alter, jedes Mal, wenn hier so ein Schocker kommt, hört dich immer... Ja, Süße, war doch überhaupt der nicht. Das ist total weit weg vom Mikrofon. Das stellst du dir nur vor. Das ist gar nicht so, du musst deine Kopfhörer richtig einstellen. Du musst hier bei mir anfangen, bei mir, Alter. Ich kann das hier nicht alleine hier. Das ist mir zu krass gerade, das ist scheiße. So, nee, ist total. Hallo? Schau hier. Der nächste Raum. Großartig. Hallo? Bist du. Du bist gerade weg? Hörst du mich? Jetzt bist du wieder da. Jetzt habe ich auch wieder ein Bild. Okay, du warst gerade komplett weg. Aber okay. Okay. Oh Mann, Alter. Diese Bilder. Wir haben so wirklich alle draußen gekramt, so was irgendwie an verstörender Kunst am Start ist. Entscheide dich. Aha. Kannst du das wegräumen? Kannst du aufräumen, bitte? Ja, nee, ich möchte nicht noch aufräumen. Also, nee, kannst auch nicht anfassen oder irgendwas. Okay. Worüber ich eigentlich ganz froh bin. Bevor ich hier wieder Kinderspielzeug einsortieren muss. Das hatten wir doch auch schon mal so ohne Art. Nee, das ist ein anderer Raum irgendwie. Also, ne, auch ein Kamin mit Hirsch. Hirsch. Sehr unheimlich, sehr unheimlich.
Ja, auch immer überall diese kleinen Minikerzen, die überall aufgestellt sind. Die sind auch immer so... Ponokis, ey. Also... Wirklich unheimlich. Das Bild, oh. Oh, hier, ja. Ja. Gott. Das stellt Zeus. Ist das ein Kind? Ja, das stellt Zeus da. Der, nee, Kronos. Kronos stellt da, der seinen Sohn verschlingt. Glaube ich. Ich glaube, es war Kronos. Okay. The Devouring. Oh, 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 oh. Oh Mann! Was war denn das gerade? Kam hier was geflogen oder was? Hat hier einer was geschmissen? Die Tür ist aus den Angeln und alles hinter dir ist weg. Was ist denn hier passiert? Weil dein Zeus-Kronos-Bild liegt jetzt auf einmal auf der anderen Seite. Wow! Da ist ein Safe! Fuck. Okay. Aha. Okay. Bestimmt hast du den Code hinter irgendeinem Bild. Wahrscheinlich. Mhm. 165. Ich rate mal. 165. Okay. Ah. LOL. Okay. Brauchst mir nicht erzählen, ich hab da alle Folgen von Ocean's 11 gesehen. Alle Teile. Oh, alle schön. Zwei. Alle. So, okay. Which door is the right one? Is it this one? Ja. Nee, du hast den Schlüssel noch. Guck mal unten rechts. Der Schlüsselsymbol hast du nämlich noch da. Naja, aber was soll ich denn tun? Nee. Da wird geflüstert, Benny. Bist du das? Ja. Eieieiei. Und abgerissen, Helena. Abgeruppte Ding. War die hier eingesperrt oder was? Na, guck mal, unten der Fuß ist ja auch weg. Ja. Hm. Aber was soll das jetzt heißen? Eine gute Frage. Also erstmal ist es bekannt, dass er ein Säufer ist. So, ja. Wissen wir schon mal. Mhm. Tja, Freunde, wenn ihr eine Theorie habt, haut's mal unten in die Kommentare. Würde uns interessieren. Wir haben nämlich keinen Plan. Ich mag auch keine Türen, die sich hinter mir schließen. Das mag ich auch in Horror-Games gar nicht. Also generell in Games. Na, bin ich nochmal ein Pfeifenständerchen? Hm. Da schön daneben noch ein Rotweinchen. Take a pipe. So, flackerndes Licht auch immer awesome. Ja, das Gemälde immer unheilsverkündend. Das Gemälde zerläuft da oben, das ist dir bewusst, ne? Oh. Okay. Oh. Was mir egal. Ich geb schon. Sollte doch verfließen. Eieiei, da steht doch was in der, auf der. Was ist da? Kann nicht rückgängig gemacht werden. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Oh, okay, man hat immer sein Handy liegen lassen. Ach du Scheiße. Warum sieht denn das aus, als ob ich eigentlich gesoffen hätte? Das, guck mal, das ist ein Spiegel. Ach so. Ah, oh Gott, ich dachte, das wäre ein anderer Raum. So, bereit, hindurchzuschreiten? Oh, ich kann hier wirklich durch. Ach, leck mich doch. Oh, shit! Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Jetzt verstehe ich auch, was er damit meint. Du kannst jetzt bestimmt nicht mehr zurück. Fuck. Oh nein. Wo hast du uns hingebracht? Ich habe gesagt, lass uns Giannas Sister spielen. Ach, fickt euch doch. Nein. So, das ist. Wir kommen in der Senfperiode da hinten.
Okay. Was passiert da? Ich weiß es nicht. Erinnern wir uns doch bitte an die letzte Hundeprofi-Folge mit Martin Rütter, der uns jetzt raten. Okay, oh. Ja. Abrüsten. Scheiße. Also hier ist wirklich viel mit Feuer passiert, glaube ich, irgendwie. Hier ist, also ich weiß nicht, ob alles verbrannt ist oder... Auf jeden Fall. Also die Frau ist ja, muss ja, also die Frau muss ja Brandwunden gehabt haben irgendwie aufgrund der Hauttransplantation. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Mhm. Nee. Ach doch, guck mal. Good boy. Good boy. Good boy. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Ja, schön. Schön, dass du einen Hund gekauft hast. Ja, aber es ist auch immer eine schlechte Idee, wenn ich ein Baby bekommen habe, dann zu sagen, ich besorge ein Tier für das Kind zum Spiel. Das ist doch schon eine falsche... Lass mich mal... Ich hau mal einen raus und sage, er ist wahrscheinlich nicht für seine rationalen, guten Entscheidungen bekannt gewesen. Willst du es auch? Willst du das auch? Nein. Oh Gott. What is this? Ja. Okay. Es werde Licht. Also er hat einen massiven Schicksalsschlag irgendwie hinter sich. Oder erhalten. Oh! Wow! Oh, fuck you, little chair boy. Ach Mann, Alter, hätte ich aber nicht gedacht, wirklich, dass das Spiel so ist. Nee. Wir humpeln auch. Stimmt. Ja, stimmt, wir haben ja auch eine Krücke, ne? Also wir haben ja die Krücke im Schlafzimmer gefunden, dann ist das wohl unsere. Ja, das ist ja super. Wer ist? Du musst aufziehen. Ich kann gar nichts machen. Gott, sieht das eklig aus. Mann! Achso, das Ganze nochmal... Ich will nicht aufzoomen, da passiert irgendeine Scheiße. Nee, das ist auch nur das Gleiche, was wir gerade hatten. Ja. Jetzt war da auf einmal eine Tür. Was war das denn für eine Ratte? War ja ein... Die Hundsratte. Ich gebe auch zu bedenken, wir sind immer noch in der anderen Welt, ne? Ach ja. Weil du ja durch den Spiegel gehen musstest. Weil du ja durch den Spiegel gehen musstest. Ist ja nicht so, dass ich jetzt eine große Alternative hatte. Doch, mit die Tür wieder zu. Bin ja nicht aufgewacht, hab gesagt, du, heute hab ich mal Lust durch den Spiegel in so einem. Alter, das sind alles die gleichen Räume. Was? Echt? Ja. Ach du Scheiße. Fuck. Ja. Scheiße. Oh! Ba-ba-ba-da-ba-da. Okay, wurde es zurückgesetzt. Wir hängen jetzt so lange hier fest, bis wir das gelöst haben. Ja, jetzt darfst du dir mal... Die ganze Studie voll Kacke vor Angst, Alter.
So langsam, ich muss erstmal den Schrank aufmachen. Ist auch, guck mal hier, ne, brauchen wir. Tja, wer ist jetzt durchgeknallt? Ja. Okay. Wer wirft hier mit Propellern? Wer wirft hier mit Propellern? Mal eine andere Zwischenfrage. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, irgendwo zu speichern? Ich habe keine Ahnung, Benni. Okay. Ich denke, wir können das Spiel nur durchspielen jetzt. Naja, das sehe ich noch nicht ganz so. Zumindest nicht für mich. Oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Ja, so langsam kann ich echt nachvollziehen, warum der sich ständig hier voll geknallt hat hier. Mit so verschlossen. Aha, überall abgeschlossen. Spiel ist zu Ende, die Tür ist nicht offen. Nix. Nein. Ja, die Tür ist nicht offen. Ja, hallo. Du kannst bestimmt die Kerzen anmachen, genau, wollte ich gerade sagen. Mach doch mal die Kerzen an. Oh, like a candle in the wind. Aber jetzt mal ohne Käse. Anscheinend ist ja hier in diesem Spiel extrem viel wirklich Kunst von alten Meistern verwendet worden. Haut doch mal in die, oder schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welche ihr erkannt habt. Irgendwie. Ruhig mal wirklich Künstler und Titel des Gemäldes. Würde mich mal wirklich interessieren, wie viel ihr erkennt. Wie viel ihr erkennt. Wie viel erkennt. Ah, 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Funzel an, Funzel. Was ist das? Hallo? Irgendjemand will hier rinkommen. Nein. Nein. Ist mir egal. Sag doch einfach mal herein. Ach, nimm den Schlüssel. Also irgendwas mit Krücke. Also, waren wir das jetzt? Da draußen? Das hat sich doch so angehört, als wenn irgendjemand mit einer Krücke gelaufen ist, oder? Oh Gott. Unser Hochzeitsbild. Mit Kritzel, Kritzel und Krakel, Krakel. Wunderschön. Ja, was für unsere Psychosammlung. Ich wollte gerade sagen, warum macht man sowas? Also, ja, diese so klassisch, war, kennt man so aus Horrorfilm, aber so diese Augen... Ja, das mit dem Augen wegkratzen. Diese Horror weggekratze von Augen. Horror weggekratze, diese Augen weggekratze. So, ich geh mal, ich lauf mal... Ach du Scheiße. Genau, lauf mal zum... Im Bild, ja, echt? Gemälde! Ja. Wow. This house is absolutely amazing. But those stairs... With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Da fallen mir ganz andere Attribute ein, was dieses Haus ist. Ich kann's auch nicht nehmen, ne? Nee. I can't take it anymore. Vertrauter Boden. Ja, da gehst du aber auch quasi selbstsicher durch, wa? Das ist ja, hier für ist dich jetzt, so okay. Was soll jetzt passieren hier? Oh, siehst du? Unleashed your inner beauty. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem ganz neuen Glamour von Jean Marx.
Sagen Sie, leb wohl zu Aknenarben, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Max Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanftes Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als Abdecken von Unzulänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Aha. The Sleeping Room. Und? Machen wir nochmal die Flaschen wieder weggeräumt? Was? Ja, nee, das ist die andere Tür. Du musst die andere Tür öffnen, ne? Ich will mal wissen, ob jetzt hier wieder was entgegenkommt. Da sind ja gar keine Flaschen mehr. Ey! Mann, jetzt ist es schön aufgeräumt hier. So, hier haben wir eine Schallplatte. Und ein Grammophon. Oh, und jetzt schön kurbeln. Du machst du kurbel it. Erstmal, bevor wir hier loskurbeln und wahrscheinlich die Scheiße wieder durch den Ventilator fliegt, würde ich doch mal jetzt kurz mal gucken, was wir hier vielleicht noch finden. Oh, siehst du? Unsere Prothese. Kraft, Alter. Pinocchio, Prothesen, Diebe. Nimm mal satte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum dieses beschissene Bein? Und wie immer haben wir kein Spiegel. Es ist komisch, wa? Warum? Ist das echt so ein Problem für die Engine, oder? Also das weiß ich nicht, ob das da so... Oh, warte mal. Okay, warte mal. Ja. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around, so funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare... I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rolled, schrumpfen wir oder wird alles irgendwie größer? Dumpling all around, dumpling all around, dumpling ja, gute Frage. Also auf jeden Fall ist das Bild erstmal zurückgeflossen, aber was ist denn, hä? Ist ja wieder ein komplett anderes Bild. Ach, dann kannst du das rückwärts abspielen, dann kannst du die Spielrichtung angeben. Ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja, schön kurbeln. Das sieht aus, als ob's gebrannt hätte. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay, er hat sich also seine Farbe selbst gemacht, Alter. Was ist denn jetzt wirklich, ja, das ist jetzt... Oh. Habe ich das aber gerade richtig verstanden, was der das mit dem Schlauch gemacht hat, wie beim Benzin abpumpen? Ja. Genau, das hat er getan. So, mussten wir jetzt... Okay, wahrscheinlich mussten wir jetzt... Dann reicht noch ein Schlüssel auf der linken Seite von dem Grammophon. Da ist noch was gewesen, da kannst du noch was einstellen. Oh je. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ach so Scheiße, was zeigt denn jetzt hier? Aha. Ah.
Achso, du musst wahrscheinlich nochmal die Richtung wechseln, dass das wieder normal wird. Weil wir haben ja jetzt die Farbe im Prinzip. Wahrscheinlich brauchten wir irgendwie jetzt diese Farbe, um jetzt weiter in der normalen Welt wieder vorwärts zu kommen. Hat ein bisschen was von Chipmunks. Ja, es, das war Alvi. Okay. Was? Weiß ich nicht. Die flüstern weiter, aber... Geht einfach mal zurück. Ach, schön, die Leinwand. Ja, na, und jetzt werden wir hier noch ein bisschen Blut draufschmieren hier. Ach, du Scheiß auf die Fleischies. So, das hat sich auch verändert. Guck mal, da kam noch ein bisschen was dazu bei dem Text. Ja, echt? Ja, ja. Ja, doch. Guck mal, da oben. Hate even now. Verloren alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Okay. Jetzt benutzen wir die Farbe. Okay. Und aus den Flamingos werden? Ein großer Vogel. Ein Phönix? Was soll das sein? Ein Hund? Was ist das? Was sehe ich hier? Das war jetzt, keine Ahnung. Das könnte auch ein Höhleneingang sein. Wenn da unten so die Höhle ist. Ach, guck mal. Wir haben ja. Achso, das Blatt. Und meine Vermutung ist ja, dadurch, dass du sagst hier von wegen, das sind ja unsere Trophäen, dass es auch für uns die Kapitel sind. Würde jetzt für mich heißen, dass das unser Safe Room ist und wir jetzt gerade gesaved haben. Wahrscheinlich. Okay, ja, also ich würde sagen, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wir haben ein Drittel des Spiels geschafft, wenn ich jetzt einfach mal von diesen 6 Schubfächern ausgehe irgendwie, haben wir 2 schon erreicht irgendwie für das Gemälde. Leute, haut in die Kommentare, sagt eure Meinung mal dazu irgendwie, gefällt euch das Spiel, gefällt euch das Let's Play, gebt uns ein kleines Feedback, lasst Liebe da, vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Runde Layers of Fear. Okay. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Klar. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Grüßt euch, Freunde. Wir sind wieder zurück bei Layers of Fear. Und als allererstes möchte ich eine Danksagung losschicken an euch. An euch da draußen, die ihr tapfer den Kanal abonniert habt, die Glocke aktiviert habt und immer schön in die Kommentare schreibt und ein Like da lasst. Vielen Dank euch beiden, Stefan, Katrin. Ihr seid die Geilsten. Also, die anderen, die hier zugucken, macht's wie Stefan und Katrin, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, haut in die Kommentare, wie geil oder wie scheiße wir sind. Und ja, lasst einfach ein bisschen Liebe da. Und zeigt einfach, dass ihr da wart. Hinterlasst Spuren, ihr Lieben. Und wir legen los. Mit dabei ist natürlich wieder mein äußerst raffinierter Kompagnon Benny. Hallo, hallo, hallo. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken jetzt ja nicht weiter, sondern legen gleich los. So, wir haben quasi beim letzten Mal das kleine Gefäß hier drüben gefunden. Und haben unser Bild weiter gemalt. Ihr könnt euch noch daran erinnern, diese Häschen-Pinguine haben wir in diesen Häschen-Fleischtruthahn hier verwandelt. Es waren Flamingos, keine Pinguine. Waren Flamingos? Man muss sagen, es sind 2-3 Tage vergangen, seit wir das Spiel gespielt haben. Das stimmt. Und wir gehen einfach gleich los. Oh je. Och, ist ja toll. Und die Mucke ist schon wieder sensationell. Oh, guck mal, so ein Tuschekasten. Eine Malerkaste. So, ich mach
gucken. Okay, hier könnte man weitergehen. Schau mal hier. Und das war's wieder für diese Folge, Tschüssikowski. Oh, gleich hier verjagt wieder. Schönen Dank auch. Hier ist verschlossen. Das ist auch gut so. Hier ist die Tür zu Silent Hill worden. Ja. Das ist jetzt nicht überraschend. Sie ist verschlossen. Ja, dann ab zum Flügel. Ab zum zum Westflügel. Wo die andere. Hier ist irgendwie jetzt. Oh Gott. Oh, 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 okay, 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 okay. Okay. Ganz easy. Du hast den Schemel vergessen. Oh Mann. Nicht anfassen. Ja, nicht an. Ist nicht unser Flügel. Dürfen wir nicht. Ist ja von Frauchen anscheinend. Oh, diese kleinen Kerzen überall. Ja, die machen das noch so unheimlich hier. Diese fliegenden Flügel hier. Okay. Was? Tiefer Ton. So, okay. Oh, schön. Oh, warte mal. Moment. Ugh. Hauntings. Warte mal. Können wir nicht? Quälende Imitatoren. Klopf, klopf, klopf. Ich lasse sie nicht rein. Nur Kinder hinterlassen. Kleider. Kleider. Nur Kinder hinterlassen. Würde überhaupt keinen Sinn machen. Aber kann man mal einfach machen. Willkommen bei Benny und Steve. Hier wird toll gelesen. Okay. Ach, schön. Ja. Oh, warte mal. Ich finde, so eine komplett leeren Räume sind auch immer extrem unheilschwanger. Vor allen Dingen auch gar keine Musik, kein gerade gar nichts mehr. Oh, oh. Richtig schön ruhig. Kreative Blockade. Okay. Wer kennt's nicht, ne? Ich möchte mich nicht umdrehen. Okay. Okay. Ey, nein, mach jetzt. Diese, oh Gott. Dieses Geräusch kennt wahrscheinlich jeder Familienvater, der schon mal irgendwie des Dunkeln über die Lego-Steine seiner Kinder gelaufen ist. Oh shit. Oh shit, Benny, Alter. Ich weiß nicht, wo sind wir? Ich hab, also, oh nee, jetzt das ändert sich jetzt ständig mit dem Umdrehen. Oh, das ist ja wie bei Emily Wants to Play. Ah, oh, Sunglasses, beautiful Sunglasses. Oh, guck mal hier, ein Kalender. Oh. Der 9. Wow, der 9. Juni. Juni, vergiss nicht. Okay. Don't you forget about me. Ich mach mal Licht aus. Okay, ich mach genau. Licht an. Oh. Das hat sich ja schon wieder. Och, Mann, ey. Es ist. Soll ich mir den 9. Juni vielleicht aufschreiben, so? Als kleinen, vielleicht so? Ich würde sagen, ja. Ich bin dafür, dass du das mal aufschreibst, Ben. Hör doch mal auf. Ich suche ihn gerade nach einem. So mach ich übrigens immer die Türen auf. Ja, einfach einlatschen. Oh, krass. Krass. Ich hab so was von Schweiß die Hände gerade. Schlimm hier. So. Büchlein. Pack mal die Tastatur weit, weit weg. 9. Juni. So. Haben wir notiert. Schön, schön. Ach, Alter. Oh Gott. Du hast auch gerade den Schatten hier an der Wand gesehen, wa? Nee, ich hab gerade nur das veränderte Bild gesehen, weil da war doch die Kinderzeichnung und auf einmal sind da ganz viele Blutflecken dazu gekommen. Oh, ey, liebe Leute, die ihr zuschaut, bitte sagt mir, ihr habt da jetzt auch gerade einen Schatten gesehen. Oh, schreibt's bitte in die Kommentare. Das macht mich so fertig mit diesen Räumen, dass sie sich andauernd verändern. Ja, ja, das nimmt ja halt jegliche Art irgendwie der Orientierung. Das ist übrigens. Das ist die Bücherei. Ja, ja, was soll ich sagen? Oh Gott, auch so lebensbejahend wieder. Ja, schnippel mal schön herum. Und ach, wunderbar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, alle Leseratten unter uns kennen das Problem.
zu wenig Platz für zu viele Bücher. So, ich würde mal sagen, soll ich mal hier, wo die Lampe ist? Ich gehe mal dahin. Meinst du, du kannst die Lampe anmachen? Ja. Ja, oh, hurra. Schön. Licht ist unser Freund. Treppenhaus, oder was? Oh. Nee. Guck mal hier nochmal kurz. Oh nein. Zwei Wege. Benni, wo soll ich lang gehen? Oh nein. Oh nein. Was ist nur ein Schrank? Guck mal, nur ein Schrank. Naja. Ich geh mal hier hin. Ja, oder? Nee, warte mal, da steht, wenn du jetzt so nach links guckst, da steht irgendwas. Destroyed. Ja. Destroy us all? Nee. Destroy all. Okay, komm. Destroy all human. Ist das ein Easter Egg? Ist das so ein Spiel? Ich hör flüstern hier. Oh Gott. Oh Gott, da steht überall was. Undankbare. Blind Fools. Ach, geh jetzt einfach mal rein. Was soll schon passieren? Ja. Willkommen bei Bob Ross. Oh, scheiße. Hier hat der Kreativ... Ach, du Scheiße. Ach, du wird's der Bosch oder was? Ach, du Scheiße. Ignorance. Blind Fools. Kenn ich übrigens die Tapete, habe ich letztens bei Obi gesehen. So, können wir jetzt hier irgendwas mitnehmen? Ja. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Ja, das ist, ich sag mal, schon fast der kleine Kinski, der hier durchkommt irgendwie. Modell, nicht verstandener Künstler. Nee, man kann sie auch nicht mitnehmen. Schade. Okay. Is that all? Ja. Is it all, stranger? Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Wir humpeln hoch, wa, oder? Hört sich zumindest so an. Als ob wir so ein hinkendes Bein haben oder so ein Bein nachziehen. Hm? Ja, uns sieht's nicht gut. Da ist ein Schlüssel! Da war ein Schlüssel! Wo ist ein Schlüssel? Da links im Schränkchen. Muss mich links gucken. Guck da, da läuft der Schlüssel. Neben der Weinflasche. Ja, da ist er. Tatsächlich. Und da eine Leiter. Ja, das ist ja super. Mal gucken, ob das verschlossen ist. Ja, es ist. Da kann man mir doch nicht vormachen. Hör mal. Ja, gut. Okay. Das ist ja kein Problem. Für Captain Iglo Hinkebein. Wir machen das. Ah, hier ist der Key. We got a key. So, wollen wir hier vorne nochmal gucken, was hier noch ist? Ja, bestimmt. Oh, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, bestimmt Scheiße. Brauchen wir den Key dafür, aber nee. Ist halt. Ich mal hoch oder erst. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt den Schlüssel benutzen oder geradeaus weiterlaufen? Meinst du, dass der Schlüssel für oben ist? Also, wir können ja mal nach oben gehen und gucken, ob der Schlüssel wirklich dafür gedacht ist. Okay, lass uns schnell hinhumpeln. So. Was wird gerade? Ja. Okay. Ja, es ist der Schlüssel. Ist dafür. Okay. Komm, aber. Tür gleich wieder zu. Ey, Tür auf. Guck mal, hier gibt's okay, es ist Foto. Ein überhaupt nicht verstörendes Bild. Schön mit Augen ausgebrannt. Wie es sich gehört. Können wir es umdrehen? Nein. Ach, das ist ein Kind hier vorne noch. Jetzt sehe ich das erstmal. Das kenne ich das erstmal. Ah, okay. Crazy, verstörender Shit. Können wir aber mitnehmen anscheinend. Können wir mitnehmen. Haben wir ihnen gesagt. Nur noch eine Flasche? Wir haben so wenig hier im Haus. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geht's unten weiter. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Ja. Boah. Wo ist denn hier ein Telefon? Wo ist denn das scheiß Telefon, Alter? Muss irgendwie rechts sein. Oh. Okay. Das war ein komisches Telefon. Oh, echt jetzt? Mal ganz kurz irgendwie dieses Telefon finden? Das ist ja fürchterlich. Ja, gerne. Ja. Ja! Oh, echt jetzt? Fürchterlich, Klingel.
Nein, Alter. Echt jetzt? Es, Möbius schlecht. Na, dann nimm mal ab. Ich kann nicht. Ich kann nicht abnehmen. Hä? Mach mal weiter. Okay. Warte mal. Der Typ redet rückwärts. Telefon klingelt drückt. Okay. Yes, speakers. Aha. Soll ich jetzt wieder vorwärts laufen oder weiter rückwärts? Schmeißt ihr mit Telefonen? Yes, what? Okay. Okay. Strange, Alter. Ist ja mal. Rastlose Momente. Ach du Scheiße. Wunderschön. Wunderschön. Wow! Oh! Ich möchte das nicht mehr spielen. Wirklich nicht. Ich möchte das nicht mehr spielen. Muss dann exil nicht mehr, Benny. Oh, oh nee, Alter. Diarrhoe Dirk war hier. Aber gucken wir noch mal ganz kurz nach oben. Sind wir jetzt, laufen wir an der Decke oder was ist? Echt jetzt? Kranke Erinnerung. Da oben war doch. Oder sehe ich. Nee. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wer baut denn da oben einen Schrank hin? Wer nagelt denn da einen Tisch ran an die Decke? Wer macht denn sowas? Okay, Flapping Horror, be quiet. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern fressen andere Ratten. Vielleicht ist es doch einfach nur kranker Bullshit. Wer weiß das schon. Kann ich jetzt hier hochlaufen? Nein. Okay. Oh Mann. Oh. Möchte mich nicht umdrehen. Alter. Ah, alles wieder normal. Normal. Ich. Normal. So. Der Kehricht, ach, die Gabel. Hier war jeder mit seinem Essen hier einverstanden. Ja, okay. Schön. Einfach. Einfach schön. Ja, wie eine gute Freundin von uns sagen würde, ist der totale Place to be. Hier. Na? Winke, winke erstmal an dich. Du weißt, wer ihr meint das. Ach, schön. Nee, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder durch irgendwelche Türen. So, pass auf, hier kommen jetzt Zombie-Hunde durch die Fenster gesprungen. Das würde ich so überfeiern. Oh Gott, oh Gott. Alter, hör doch auf, das ist ein Schatten. Oh Gott. Nosferatu! Was ist denn? Alter, wie krass muss der Mann hier Psychosen durchleiden? Er ist, boah, ey, nee. Mann, was ist denn? Also, man muss doch mal wirklich sagen, was ist denn das für eine riesengroße Gammelbude? Hope is a mind killer? Ja. Okay. Mm. Müssen wir jetzt Fahrstuhl fahren? Fahrstuhl fahren! So, okay. Wir. Was?
Nee, bestimmt erstmal Tisch zu dir. Safety first. Und jetzt kannst du bestimmt fahren. Wer fährt freiwillig nach unten? Ja, wäre mal interessant, in welcher Etage wir generell sind. Ne? Sind wir im Erdgeschoss noch? Oder? Wer weiß jetzt schon noch hier in diesem Freak-Haus? Ja, stimmt schon. So, und der Zimmermann, der diesen Boden hier verlegt hat, der gehört die Steine nicht. Ja, ja, das sind halt hier Dehnungsfugen. So, hier ist anscheinend, hier ist der Tanzsaal, hier ist gefeiert worden. Hier ist mal schön die Tanzfläche vermessen worden. So, pass auf, jetzt kommt Lady Dimitrescu hier um die Ecke. Hallo! Oh! Oh, war das gerade so ein Rattenfiepen, ey. Mann, Sauerei. Also, lass uns noch eine Etage. Nee, das sah so aus, wenn es hier noch runter geht gerade. Oh, ist aber wirklich. Mann! Nee, ist echt nicht schön. Es ist auch recht dunkel, muss ich mal sagen. Oh, fuck. Das hört sich richtig gesund an. Ja, das ist. Richtig gut. Das ist überhaupt kein morsches Holz. Schakalaka, Alter. Bier. Ah, nee, wahrscheinlich nur Wein. Oh, guck mal, kannst du wegnehmen. So, an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz an alle Leute, die jetzt mal bis jetzt zugeguckt haben, ich will mal kurz eine kleine Challenge mit euch machen. Und zwar würde mich mal interessieren, eine Schätzfrage. Wie viel Weinflaschen stehen hier in diesem Haus? Haut's mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Wir werden am Ende des Spiels, Benny und ich, unsere Einschätzung abgeben. Und wahrscheinlich wird es irgendwo im Internet irgendeinen geben, der das gezählt haben wird. Ey, guck mal. Nimm Bart. Oh, Baby. Oh. Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abflussfell im Wasser. Keine Bäder für mich. Ja, das ist ein grundsätzliches Credo, was ich auch eigentlich für mich immer habe. Keine Bäder für mich in Horrorspielen, aber plötzlich steige ich doch in irgendwelche Wannen. Ah, ja, da muss man mal vielleicht ein bisschen Badusan drin machen, wenn ihr das. Oh Gott. Oh Gott, so bei mir auch raus. Ich habe mir auch letztens auf die Anrichter bei mir gelehnt und dann krach. Schön hier. Einfach schön hier. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, was denkt ihr, wie viele Flaschen sind hier in diesem Haus aufgestellt? Was ist das hier? Das ist aber wirklich sehr kellerartig, wa? Ja. Hallo? Hallo? Was meinst du, wer macht hier wohl die Kerzen an, Benni? Die Ratten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, schön. Schön. So, Wimpern. Ja, oh, verschlossen. Irgendwas geht an, ne? Das ist ja dein Tanzsaal. Der hat aber auf einmal vier Türen. Ups. Okay. Okay. Und bestimmt. Ach guck mal, ist ein bisschen romantisch ist es schon, ne? So mit den Teelichtern da unten so. Ja, schön genau. So einen kleinen Gang. Fehlt nur noch die Rosenblätter, Rosenblüten. Oh, Alter. Oh. Meets nie gut. Gott. Oh, krass, das ist so, wenn ich mit meinen Jungs im Halford war. Oh, und nach Hause komme. Grüße Ihnen an der Stelle erstmal raus an T und L.
Und es geht immer noch weiter hinab. So, ich sehe tatsächlich gerade gar nichts mehr. Kannst du noch was sehen, Benny? Nö. Also ich sehe... Oh. Da ist wieder unser Flügel da vorne. Möchtest du diesmal versuchen, auf ihm zu spielen? Aber hier waren wir doch schon mal in dem Keller hier, oder? Sagt mir auf jeden Fall irgendwie ja, was. Ja, hier waren wir schon doch, mal. Doch. Glaub ich. Oh, hier dröhnt es ja ganz schön. Hallo? Völlig normal. Wenn die Drogen knallen und alle Sachen beginnen zu fliegen. Oh. Sind wir irgendwo nicht durchgekommen, wo jetzt die Sachen offen fliegen? Oh, krass. Ach, ist das jetzt so ein Labyrinth? Was war das denn jetzt? So, wenn wir den falschen Weg gehen. Ja, ja. Alter, ich sehe gar nichts hier, ey. Sag hier was? Oh, was? Du hattest 3 Versuche und hast alle 3 aufgebraucht. Echt jetzt? Nein, echt jetzt? Nein. Das war jetzt nur so. Oh. Was ist das? I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Echt jetzt, Alter. Echt jetzt. Echt cool. Jetzt, Kumpel, Alter. Ja, schön Knochenmehlfarbe gemacht. Oh, why? Jetzt wisst ihr, warum... Ah, okay, alles klar. Jetzt wisst ihr, warum er humpelt. Ach, Mann, Alter, wie kann man denn so abdrehen hier, ey? Oh, Mann. So, lass uns den Fleischtruthahn weitermachen. Ach, jetzt kommt das Weiß dazu von dem Knochenmehlweiß, ja? Schön. Das ist ein sogenannter Killerkoi. Und es hat sich ein weiteres Türchen geöffnet. Ah, genau, jetzt, ja, ich muss ja das Fleisch von den Knochen lösen, ne? Alles klar. Okay. Okay. It's the bone. Also versteht das richtig, hat er jetzt nicht wirklich irgendwie den Fuß abgeschnitten? Also halt den Unterschenkel und das ist jetzt sein Unterschenkelknochen? Also daraus hat er Farbe gemacht? So würde ich das jetzt verstehen. Also ich glaube nicht, dass er den Knochen irgendwo gefunden hat. Das ist doch mal Einsatz, Alter. Das ist doch mal Einsatz für Team. Gut, ich würde mal sagen, wir öffnen die Tür. Mal gucken, wo es uns jetzt hin verschlägt. Bist du bereit, Benny? Ja. Ich muss mal ganz kurz hier mir nochmal einen Schluck Rüstung antrinken. Was gibt's denn heute bei dir? Aber wir wollen ja jetzt hier kein Product Placement machen. Bei mir gibt's heute Rio-Rio-Mate. So, okay, let's do it for America. Ah, okay, ist immer noch unser schöner... Ignoriere sie. Okay. Ja. Ja. Dann ignoriere sie mal. Ne? Du bist ja der Spielende. Oh, was macht die da? Oh Gott. Oh. Was ist das denn? Oh. Knights in white satin. Never reaching the end. Mach mal einfach Brett zu. Reicht mir hier mit der. Ach du Scheiße. Oh, was ist das? Farbe? Nee, ist Stoff, ne? Oder soll ich Stoff darstellen? Oder soll das einfach so klebrige, dicke, fette Farbe darstellen? Nee, oder? Das würde ja jetzt Stoff sein.
Meinst du? Also gibt es so, ja doch, es gibt so eine Farbe, ja klar, gibt's ja auch. Also halt so richtig dicke, fette Ölpasten irgendwie. Oh, guck mal hier. Oh, I'm sad. Ja, erinnert mich ein bisschen an Lucy. So, was haben wir hier? Ah, a boy and a girl and there's heartache. Und hier ist noch eine andere Frau. Hm. Oder eine Tochter. Oh, guck mal, da sind überall noch so... Überall Töchter. Ja. Hellblau, schlumpfig. Oh, guck mal, ach, das ist ja kein Tanzsaal. Das ist ein Kinderzimmer. Also, ein hochgradig verstörendes, sehr Narben hinterlassenes Kinderzimmer. Und drunk, besoffen. Oh, die sind wo, Mann? Selfish. Selfish, egoistisch. Oh nee. Mich nicht. Oh Gott. Hat die Uchi ihr Pferd getötet? Wieso? Oh Mann, oh! Oh Benny, ich will nicht! Die eine tötet ihr Pferd, die andere tötet den Vogel. Mann! Nee. Oh Gott. Was ist das denn bitte für ein kranker Scheiß, Alter? Was ist denn das für eine kranke Scheiße? No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Aber das ist ein Kind. Ja, sehr schön. Geht da nicht über elterlichen Druck. Na? Schön. Schön der projizierte Stress der Eltern. Das Kind. Die Erwartungshaltung, ne? Teddy. Ah, oh, ja, wie sagt, wie pflege ich immer zu sagen? Teddy! Hallo! Tja, schön, Teddy. War schön mit dir. Scheiße. Und YOLO! YOLO! Ah, okay. Der hat einen Partyhut auf. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Tja, 5. Geburtstag. Der lief wohl irgendwie ohne Papa. Aber wenn ich mir das so angucke irgendwie, dann ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm, dass der ohne Papa stattfand. Aber es wird... Ey. Krass ist, wie ist er da oben rangekommen, um da ganz zu malen? Kinder finden Wege. Oh, ja, genau. Oh Mann, Alter. Folge den Pfeilen. Oder den Geräuschen. Oder der Ratte, die da gerade lang gelaufen ist. Oh, voll über den Panda gemalt. Ihr Schweine. Ah, guck mal. Wir sind wieder da. Mhm. Ich mach mal Licht an erstmal. Einfach mal, damit wir uns vielleicht hier mal ein bisschen kurz aktivisieren. So. Oh, schau. Ah, ist das unsere Frau? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also, okay. Schwanger. Nee, ich glaube, die war einfach nur dick. Oh. Marriage Guide. Okay. Schön. Kinder in einer Ehe. Eheratgeber. Erwartet das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Nur, das hat ja hier super funktioniert. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen gratis Satz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug, Volume 1 und 2. Ja, denn weißt du Bescheid irgendwie, wenn du dich umgibst in diesem Spiel und in diesem Haus? Kaufe nicht dieses Buch.
Oh, okay, okay. War nicht so wie meint. Ist bestimmt total toll, das Buch. Ich probiere das Offensichtliche. Ja. Okay. Knurz, knurz. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Oh, hier hängt eine Socke dran. Oder was? Heißt nicht stören. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. What? Oh Gott. Oh, Puppenschuh. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Also gegengemalt hier. Okay, what shall we do? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. So. So. Oh. Bob. Oh Mann. Ich mach wieder zu. Oh, ist das eine Actionfigur davor? So, okay, kann man. Oh ja, bitte anzünden. Ach, das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, coole Idee. Hochgradig verstört, aber coole Idee. Ja. Da hat Mutti wohl wahre Worte gesprochen. So, gehen wir aus diesem wunderbaren Zimmer wieder raus. Mm. Oh. Oh. Oh, echt. Okay. Verlangsamt sich gerade. Oh, das ist nicht Domino. Oh, okay, alles klar. Let's find some Damensteine. Oh, dieses Bummern vom Herz. Das ist krass, ne? Dün, dün, dün. So, das war jetzt der zweite. Hier ist noch einer. Nö, jetzt sammel ich die nicht nochmal ein. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Ja, okay. Aber wir können ihn auch nicht mitnehmen, ne? Nee. Nee. Okay. Richtig. Oh, krass. Was? Oh Gott. Oh Gott. Ich guck mal hier kurz, wo noch irgendwie alles irgendwie normal ist. Nochmal ein paar Filzstifte mitgenommen. Mal ein kleiner Witz. Sagt der große Stift zum kleinen Stift: Na, wachs mein Stift. Ach ja. Der Schöne. Es hätte Couch on Fire. So, okay, wir gucken uns noch mal kurz dieses abstrakte Bauwerk hier an. Die Frage, ach du Scheiße, können wir hier wieder mit. Oh, okay. Okay, shit. Wo sind wir? Ach du Scheiße. Also mussten wir da jetzt lang gehen irgendwie? Ich glaube, wir hätten jetzt den anderen Weg gehen müssen irgendwie, ne? Also sie hat ja den Weg immer angezeichnet. Oh, jetzt sind wir in eine Trap gefallen. Ach du
du Scheiße. Nicht, dass das jetzt ist so Dark Souls-mäßig, so jetzt sind wir tot. Jetzt müssen wir erstmal wieder lebendig werden. So, sammel fertig. Deine Seele. Das war schnell. Das ging gut. Oh. Talking behind your backs? Oh. Nee. Oh. Why? Ich meine, warum? Why hat er so eine Nase? Herr Gottschalk. Oh, nee. Well, jetzt muss ich wieder umdrehen. Dann siehst du, wie er wieder labert. Oh, das ist so freaky, ey. Das ist echt widerlich. Aber auch echt gut gemacht, ey. Das ist, ich hätte wirklich nicht gedacht, ich habe jetzt im Vorfeld nicht viel von dem Spiel gesehen. Also ich habe viel gehört und wie viele haben sie gespielt. Aber dass das so krass sein, also dass das so krass ist, hätte ich echt nicht erwartet. So total überheblich, wie ich bin, so. Wie schlimm kann der nicht schon sein, hör mal. Und jetzt so, dritte Schlüpper schon voll gepisst hier. Ja, okay. Klar. Ja. Ja, liebe Kinder, don't try this at home. Wir wollen alles auf den Gardinen. Ja. Überall. Ja, einfach die. Ja, okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wie was? Oh nein. Warum? Es ist immer wieder der gleiche Raum. Ich hasse Puppen. Ich hasse, wenn wir in der Matrix anscheinend sind. Da war gerade eine Puppe in der Ecke. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Emily wants to play. Nee. Wir sind hier nicht bei Emily wants to play hier, ne? Oh, shit. Players of here und so. Aber es hat irgendwie, es hochgradig verstörend, aber es hat auch seine bizarre Schönheit irgendwie, muss ich sagen. Also, ist schon. Guck mal, wie die Stifte, wie man die so wegpoppen kann. Hui! Fing schön. Oh, der Steven möchte in die Matrix. Wir sind in der Matrix, glaube ich. Weil wir haben ja nicht den Löffel verbogen, sondern die Welt um den Löffel herum. So. Hier war eine Puppe. Ne? Also die Frage ist jetzt. Okay. Puppe! So! Mann, ey! Oh Gott! Ich bin fertig, Alter. Ich bin komplett fertig gerührt. Oh. Erstmal zitternd. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Benny sagt. Nein, das hört nicht auf mit den Puppen. Willkommen im Haus Beniviento. Ja, ach komm. Oh, fuck. Jetzt spiel gleich alleine weiter, wenn es so weitergeht hier. Oh, nee. Mach die Tür zu! Scheiße. Na, Puppi? Nein, geh weg von der. Warst du das jetzt? Nein. Oh Gott, da ist noch eine Puppe. Oh, so ein Boratino hier. Oh Gott. Oh, nein. Aber es gibt da so Leute, die sich so lebensechte Puppen kaufen und bauen, so ja. Also. Weißt du? Wieso ist denn der hier gerade so rüber geschwuft? Alter! Setz dich euer Ernst! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Benny, unser Pfand! Oh nein! Oh nein! Oh, was? Ey! Ist wirklich Benivento aus hier, wa? Oh, mach doch mal locker, Alter! Kommt doch mal klar! Mach die Lampe an! Mach an! Sollen wir jetzt. Können wir mit. Können wir einfach den Raum verlassen? Ohne irgendwas mitnehmen zu wollen?
Gott, was ist denn das? Einmal umgedreht. Oh. Ey, ich bin wirklich gleich, ich sag dir so, wie es ist, ich bin gleich AFK. Okay, wirklich. Ey, Benni, ey, mich nimmt das hier genauso mit. Ich find jetzt irgendwie kleine Puppen, die mich Mama irgendwie terrorisieren, finde ich unigeil spielen. Okay, komm, laufen wir weiter, komm, ja. Das ist doch easy. Spiel mal easy runter hier. Kann ich, ist doch. Ja, der Weg ist klar. Ich renn einfach. Oh Gott. Oh. Was ist los? Warum willst du. Nein, echt jetzt immer wieder in die gleiche Richtung? Kann ich. Nee, meint nie. Ja, genau. Einfach geradeaus. Ja. Das war was Schönes. Das war toll. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Der kam unerwartet, der war schön. Oh Gott, was mein. Was ist ein Kleid, Benni? Ein paar Mal noch sehen. Zeig mal. Du, immer wieder, du weißt, wie die, wo lang du musst. Du musst da, pass auf, genau. Okay. Gut, jetzt reicht's auch. Oh, das war witzig. Was ist das ist auch mal schön, wenn man hier ein bisschen lachen kann. Theoretisch kann man ja hier hinten. Findet man hier noch was? Ach du Scheiße, Alter. Wer baut denn so eine im Flur? Oh, echt? Dauerschleife. A Loop. Ich muss erstmal kurz mal die Tränen hier aus den Augen wischen. Das war ja aber auch. Ach, schön. Das hatte viel Schönes. Ja. Oh, schöne, verstörende Kunst. Wunderbar. So, bestellen Sie jetzt die neue Babyborn-Puppe. Mit lebensechten Schreigeräuschen. Oh, geh weg. Ja. Ah. Warten. Was denn jetzt? Was? Ich hab keine Ahnung. Was? Ach, wir sind hingefallen. Wir sind einfach bloß hingefallen. Naja, das kann schon mal passieren. Aha. Was? Also. Das ist ja ein Spiel. Das ist ja mal ein Spiel, mein lieber Herr Gesangsverein. Diese Puppenscheiße hier irgendwie. Kann man das nicht mal aufräumen? Was soll das? So als Strafe in diesen Schrank gestellt. Das wäre doch dein totaler, das wäre doch dein Horror, oder? Ja, oh, guck mal hier, der kleine Zinnsoldat. Au! What is this crap? Oh, I'm sorry, Princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, Daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Uh-huh. Ja, nee, würde ich vielleicht nicht machen an der Stelle. Knirsch. Okay, der Raum ist immer noch identisch. Das freut mich. Das können wir noch irgendwas machen? Naja, ist halt natürlich insofern schwierig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt. Oh. Tatsächlich weiß ich noch nicht, ob wir vorhin hätten wirklich. Ja, genau. Oh, mach Tür zu, Alter. Oh Gott. Bleib mir jetzt immer.
gib's nur, gib das her. Gib das her hier. Gib die Scheiße her, nochmal, ich bin's doch. Oh Gott. Was passiert, wenn du es wegnimmst? Okay, also. Oh Mann. Okay, wir können hier ja nicht. Okay. Waren wir jetzt. Wir sind der böse Mann wahrscheinlich auf dem Bild, wa? Oder? Würde ich so sehen. Gut, dass es verschlossen ist. Sind wir jetzt wieder im Keller? Also sind wir eigentlich immer noch im Keller? Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass wir ja wieder in unserem Arbeitszimmer waren, kann ich dir das nicht beantworten, die Frage irgendwie. Also, wo ist hier schon oben, wo ist unten hier? Das ist. Hier würden sogar zumindest so ein, zwei Puppen gehen. So in diesem Szenario. Okay, das sind mir schon wieder zu viele. Und die Musik fängt so an zu eiern. Das finde ich ja mal ganz schlimm. Dann wirst du schon gleich fliegt die Scheiße durch den Ventilator. Ach, guck mal hier. Mit Aufziehschlüssel können wir den nehmen? Ja. Ja. Cool. Und hier für den. Oh nee, so ein Springteufel? Oh Gott, Alter. Da ist doch bestimmt irgend so ein dreckiger Clown wieder drin, komm. Springteufel nennt sich das. So. Und? Macht da was? Oh, ich ahne nicht, Judith. Ich meine, prinzipiell, ne? Oh Gott. Die Musik ist noch akzeptabel. Die Lichter sind eigentlich sehr angenehm. Und dennoch denkt man so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mmh. Oh, so, nein. Guck dir die Puppen an, wie sie noch stehen und das Bild. Natürlich, bitte. Gleich ist vorbei, gleich sieht's anders aus. Ja, gleich wird scheiße. Oh, ja. Oh je, oh je. Zeig mal diese dreckige Clown. Erstmal sacken lassen den Dreck, ey. Boah. Flauschige Filmscher lachen über mich. Liegen still zwischen Spielsachen. Kein Spielzeug erlaubt. Das ist mal das ist richtig krasser Scheiß hier gerade irgendwie. Jetzt. Oh. Ich kann auch nicht so viel sagen, ne? Also auch wenn ich nicht spiele und so, aber ich glaube, ich bin dir heute keine große Hilfe. Doch, Benny, ich weiß, du bist da. Das, ja, das ist mir mehr Hilfe als alles andere gerade.
Das ist schon wirklich heftig hier gerade. Also das ist, man mag es jetzt ja nicht so glauben, weil das alles so puffy-fluffy-mäßig hier aussieht, aber ich glaube, das intensiviert noch diesen Effekt zusätzlich irgendwie, dass hier was ganz Schlimmes passiert ist. Kann man nicht raus. Okay, warum kann ich nicht raus? Was soll ich tun, Benny? Was soll ich tun? Spieluhr, noch irgendwas? Nee. Achso, guck mal. Bitte. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja, schön, erstmal eine Haarsträhne von der Tochter genommen. Okay. Und das war wahrscheinlich das Teil, was wir jetzt für unser Bild brauchen. Wow! Klar! Sie guckt einfach mal so rein. Hat ein Auge auf uns. Nice. Oh, also anders. So ein Interieur, was dir gefällt wahrscheinlich hier. Oh Gott, das ist der. Vor allem, wer. Kann man auf so eine Idee kommen? Ja, na, vor allem, wer sagt denn, ich brauch mal hier, keine Ahnung, 8000 Puppen, bitte. So, aber komm, lass uns mal die Haarsträhne unserer Tochter benutzen. Um weiter zu malen. Bin mal echt gespannt, was soll das werden? Ach, Gott. Ach Gott! Zombie oder was? Macht er ein Selbstporträt? Vielleicht? Ja, durchaus möglich, ne? Durchaus möglich. So, Benni, die letzten beiden Türchen von unserem Gruselkalender müssen noch aufgemacht werden. Toi, toi, toi. Ja, los, komm, lass uns nicht quatschen. Großartig, lass uns hier uns die Haxen brechen und die Tür öffnen. Mal gucken, wo wir jetzt hier wieder landen. Vielleicht sagt dir das Spiel auch einfach auf seine eigene Art und Weise, mach es nicht, indem ich die Tür einfach wieder zumache. Ey, die Tür, der Brett auf, warte mal. Okay. Ui. Komplett gespiegelte? Und, Benni, wollen wir eine Münze werfen? Ob links oder rechts? Komm, wir gehen... Links oder rechts? Links, komm, links lang. Okay, wir gehen links lang. Nachher macht das überhaupt keinen Das macht gar keinen. Wir laufen einfach. Naja, ich weiß. Oh. Hast du das gerade gesehen? Ja. Das hat so schön verschwommen. Und die Tür ist weg. Und wir haben keine Tür mehr. Ah, ein Dusch. Ein wunderschöner Dusch. Ah, was machen wir da? Wir ist das ein Hund? Was schwimmt denn da im Wasser? Wollen die da was retten? Oder wollen die da was ertränken? Das ist ja fürchterlich. Ein Fenster. Bin hier ein Fenster. Und ein Charuk. Ein Charuk. Ein Charuk. Von wo kommt denn das Licht? Von da oben? Achso, der Ventilator. Okay. Der Propeller. Hast du so ein Ding mal gehabt? Ich hab so ein Ding damals mal gehabt. In meiner allerersten Butze. Echt? Ja. Ist das nicht saulaut? Naja, Ding. Das war halt nachher einfach so ein Warmbrühquirl irgendwie. Also gekühlt hat er nicht wirklich. Hat immer nur den Staub aufgewirbelt und irgendwann hat er angefangen zu eiern. So, da hat natürlich bei der einen oder anderen Party ein bisschen gelitten. So, es werden auch immer mehr Sachen, mehr Bücher liegen hier rum. Und das Interieur wird mehr. Aber die Truhe können wir öffnen. Warum wird es so dunkel? Wow. Oh nee. Da steht was auf der Couch. Irgendwas, keine Ahnung. Mit Going. Going in Circles, Lauf im Kreis. Ach, sowas ist immer fies, sowas ist fies. Oh nee, ey, na sag mal, was wird denn das jetzt hier für ein Labyrinth? Mal angenommen, wir gehen jetzt weiter. Ja, mach ruhig. Werden wir wahrscheinlich wieder am gleichen Punkt ankommen, ne? Oder? Was würdest du jetzt sagen? Oha, okay. Nee. It's getting worse. Round by round.
Okay, also wir kommen an dem Punkt hier nicht vorbei. Ach, hi. Schön. Kennst du das Gemälde? Nee. Wie kommst du mir gerade vor? Irgendwie. Nein! Nein, Benny, hinter uns ist die Tür zu. Ach nein. Was ist hier reingegangen? Oh Gott. Easy to forget. Drunk. Delirious. Okay. Okay, okay. Okay. Ja, klar, ja, schon. Ja, erinnere dich mal an deine Fehler. Oh Gott. Wir können auch ja nicht großartig mit der Leinwand interagieren. Mann. Manchmal fragt mich auch wirklich. Und über wie viele Flaschen. Manchmal fragt mich wirklich, ob das nicht eventuell das eigentliche Haus ist. Dass er. Dass dieser ganze. Der intakte Bau, den wir die ganze Zeit noch so sehen, dass er einfach nur noch in seiner Fantasie irgendwie existiert. Eigentlich, dass die ganze Butze so komplett zertrümmert aussieht hier schon irgendwie. Und er die ganze Zeit in seinen Alkoholwahn. Bevor du durchgehst, geh mal kurz nochmal zurück und guck mal über die Tür. Also da, wo gerade durch, hier genau. Restless Memories, rastlose Gedanken oder Erinnerungen. Okay. Ruhelose Erinnerungen. Ja, da kann man jetzt auch nur hoffen, dass er nicht barfuß war. So, okay. An der Stelle, lieber Zuschauer, sei bitte vorgewarnt und bitte entschuldige, ich bin heute etwas nasal. Und zwar, weil ich leider eine kleine Pollenallergie habe und es geht gerade total los. Ja, also wenn ich ab und zu mal so ein mache, so ein ganz dezentes, ja, seht mir einfach nach. So, ja, wenn ihr so eine Scheiße auch habt, wenn ihr unter Pollenallergie leidet oder irgendein Dreck irgendwie, haut's mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, oder bin ich eigentlich der einzige Arsch, der unter diesem Mist leidet, ey. Ich würde sagen, ja. Das ist halt so, Benny, so ein Freund wie du ist halt einfach, ist halt Gold wert. Ich mache jetzt hier x-beliebig irgendwelche Türen auf hier, sag mal, Benny. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Können wir dir den Stuhl. Oh, schön, kannst du verschieben. Können wir reichen. Ah. Den Raum kennen wir doch. Ja, stimmt. Make up your mind. Die Wummer im Hintergrund ist aber heftig. Hörst du das? Ja. Ein Globen. Sahst du eigentlich. Idee, ne? Sahst du Globus oder sagst du. Wie ist denn die Mehrzahl von Globus? Globen, ne? Oder? Jetzt fragst du mich was. Oh. Oh. Oh Gott. Lisa. Oh Gott, was ist denn das daneben? Oh Gott, bin ich wieder nicht hin. Aber wir müssen. Nee. Du bin ich einfach da. Das Licht. Das Sicherheit. Okay. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Mann. Oh. Sag nur, ich will da nie hin. Okay, hallo? Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Und ich habe auch mal so mitbekommen, dass wenn ich mich erschrecke, immer mehr dazu tendiere. Ja, das setzt jetzt nicht gerade viele Punkte auf meine Maskulinliste, aber so ist es halt. So, man, ne? Beim nächsten Mal, hey, oh Mann. Genau. Das war jetzt aber gruselig. Oh, nee. Der Haufen bewegt sich, Benny. Ja, aber was ist das alles? Also, Teddybär, Puppenkopf, Oh Gott, was soll jetzt passieren?
Eine Ratte. Oh. Ja, wirklich, oh. Manchmal sind es so eine ganz kleinen billigen Effekte. Oh, wir haben Schlüssel gefunden. Wie gar der Knie. Oh, guck mal, oh. Rattenfallen. Hier liegen sie aber gut. Okay, wofür ist jetzt der Schlüssel? Na, wir hatten ja vorhin noch die verschlossene Tür. Aber nee, ist ja Quatsch. Die war ja einfach so temporär verschlossen, ne, nachdem wir durchgegangen sind. Ach, guck mal da. Hier, guck mal. Ja, das ist... Mann! Follow the rat. Ja, guck mal, wie sie uns... Ach, guck mal, sie wartet auf uns. Ach, ist ja süß. Das ist hier wie bei Ratatouille. Hier ist Quicke, ey. Oh, Mann. Hallo, Meister Splinter. Ma! Ja, das ist hier... Jedes Mal erschrecke ich mich. Das gibt's doch nicht. Also ein bisschen süß ist er ja schon, wa? Hey! Na? Wie heißt denn die Ratte aus Ratatouille? Aus Ratatouille? Ja. Also der Typ heißt glücklich Gaston, war das doch, wa? Oder? Gaston, wie heißt denn der? Hast du gerade Kaston gesagt? Kaston! Ist doch der Kasten. Oh, guck mal hier mit Riegel. Zack. Schön. Jetzt mal ohne Scheiß, wer baut denn so eine Flure? Hm? Wer? Welcher geisteskranke Architekt? So sinnlos. Knirsch, knirsch. Wo sind wir denn hier schon wieder? Kennen wir den Raum? Mann. Sollen wir jetzt hier hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen geradeaus weiter. Na, irgendwie müssen wir der Ratte folgen anscheinend. Ja, die kommt bestimmt gleich von oben runtergesprungen oder so. Wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Mit einem sehr effektvollen Knall oder und so was. Oh. Oh Gott. Oh. Ja. Mann. Na. Easy, ey. Entspann dich mal, Nagetier. Tatsächlich erinnert mich das so ein bisschen so an Hellseed, an den Keller von Hellseed. Ja, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, oben im Eck poppt jetzt mal ein Link auf, check den mal aus. Dann wisst ihr auch, wovon wir sprechen. Oder ich. Hund, Kett, Rat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir das jetzt verfolgen? Ja, das ist so diese klassische Beschäftigungsblättchen für Kinder in Gaststätten. In Restaurants, wenn es länger dauert. So, damit sie ein bisschen beschäftigt sind. So, wir müssen der Ratte folgen. Der Ratte? Also, okay. Naja, wir folgen doch gerade die ganze Zeit der Ratte, oder? Ja, das ist so. So, dann würde ich mal, pass auf, dann dudel ich jetzt hier mal so lang. So, schabababababab, da sind wir immer bei der 8. Schadi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 d, da sind wir bei der 6. Und schadadadadadadadad, da sind wir bei der 7. Genau. 6, 7, 8, naja, das ist ja... Okay. Oh nein, okay, alles klar. Tja, jetzt... Es wird ja jetzt nicht 6, 7, 8 sein. Nee, ich würde sagen, dass es 6, 8, 7 ist. Ja? Okay. Glaube. Oh. Nee, ist es auch nicht. Dann müssen wir nochmal gucken. Weil da jetzt ein Tier vielleicht noch draufgezeichnet ist, deswegen vielleicht der Hund. Okay, gut. Na, dann ist ein Ansatz. Dann ist es die 2. 5. Oh Gott. Katze, right? Letzte war Katze, kann ich sehen. Nee, 9. Warte mal, oder? Hier geht's rum, der macht hier die Schleife, müsste die 9 sein. Wirklich? Ja, stimmt. Es geht ja hier so nach links, dann überkreuzt sich das einmal, dann macht er aber so eine Kurve, also so eine komplette Schleife. So ein Kreis. Okay, also 2, 5, 9. Gut, let's try it.
Hey, aha. Hast recht gehabt. Ist aber auch, finde ich, fies. Das ist wirklich gemein. Also ich habe jetzt wirklich, für mich war jetzt gerade der Fokus komplett auf Ratte irgendwie. Ja, weil wir der auch gefolgt sind. Weil die hat uns ja hierher geleitet. Das ist schon richtig. Hätte ich jetzt auch eigentlich gedacht. Aber warum? Was hat uns das gebracht? Weil bis auf diese Drähte, dass wir hier kurz eingesperrt waren, hat es uns jetzt hier nichts gebracht. Oder haben wir jetzt, habe ich irgendwas übersehen? Nö. Ist hier noch irgendwas? Ach ja, klar, hier, du, der kleine Ringpinsel. Na, der ist doch hier hinter dem bizarren Flur versteckt gewesen. Ach, okay, hier ein bisschen. Leck mich. Lass uns doch mal das ausmachen, Alter. So. Oh nein. Oh nee. Was? 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 Oh, was? Sollen wir ins Licht gehen? Okay, das hat sich nicht erwischt. Mann! Was? Oh, was für ein... Hä? Crazy shit ist denn das jetzt hier? Ich geh mal hier hin. Ich geh mal da hin, wo die Ratte war. Das ist schon echt mega bizarr, ey. Oha. Okay. Verschlossen. Ja, das Gute ist halt wirklich bei dem Spiel, oder was heißt das Gute? Es ist eigentlich relativ linear. Ne? Also du kannst eigentlich nicht großartig irgendwie abweichen. Und ich wette, wir krachen jetzt hier durch den Boden. Ha! Ha! Oh, das war jetzt aber unerwartet. Okay. Ja, da kann man nur hoffen, dass seine letzte Tetanus-Impfung nicht so lange her ist. Das ist ja mal krass. Ja, wenn du hier so ein Schattenrätsel hast bei Resident Evil 7, dann kannst du die Karten legen, Alter. Nein, du musst noch die Lampe finden. Für den Kopf. Okay. Wir schauen uns nochmal kurz hier ein bisschen um. Ja. Das sieht alles ganz schön gleich aus. Alles klar, ich würde sagen. Weiter geht die lustige Fahrt durchs Gruselschloss. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Etage wir aktuell sind. Ob der jetzt auch immer aufgegangen ist. Ich glaube, ich gehe mal einfach weiter schnell. Verpiss mich einfach hier. Hey. Ja, guck mal hier. Endlosschleife, cool. Oh Gott. Oh, das war ja creepy, wa? So Schuhe. Oh. Okay. Scheiße. Ja, nee, von hier müssen wir hin. Ja. An dem Stuhl sind wir schon vorbeigelaufen. Oh, manche nach innen, manche nach außen auf. Schön den Globus drehen. Ja. Wo geht's weiter? Wo geht's dieses Jahr in den Urlaub? Aha. In den Nordatlantik. Geil. Fantastisch. Naja, es wird wohl wahrscheinlich, ne? Es wird Afrika. Wie schön. Ja, wer will nicht idyllischen Urlaub im Kongo machen? Davon träumt man bei Tui schon lange. Sag mal, die Frau vorhin, war das unsere Frau? Die uns das so gecasht hat? Lag unsere Frau nicht am Ende oder war unsere Frau nicht am Ende im Rollstuhl oder sowas? Ja, ich glaube, wenn die ein Geist ist, interessiert die Glück nicht mehr irgendwann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hm. Also, nö. Also da sagt mal, würd nö sagen. Gucken wir erstmal die Schubladen, genau. Was haben wir denn hier so Feines? Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ah, ist halt geil, Alter. Das ist halt, Alkohol bringt halt das Beste in dir zum Vorschein.
Toll. Ja, lieber Hobbyhandwerker zu Hause, don't try this at home. Was? Was? Was ist denn jetzt passiert? Willst du nahe kommen? Ja. Ich geh mal kurz zur Truhe. Nein, lass mich. Ich wette, da ist Wein drin in der Truhe. Hier ist Wein. Nein. Quatsch, ist doch kein Alkohol drin. Mann, doch nicht in diesem Haushalt. Oh. Maulkorb. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. kann man das nehmen? Nein, scheinbar nicht. Ja, Benny, ich glaube, ich komme wieder durch die Tür. Nein. Nope. Tja, dann. Das kannst du was mit der links mit der Vase machen? Schmeiß sie runter. Nee. Also, da kommt ja die Geste. Was ist denn das immer? Er geht immer ein Stück weiter weg, so, ne? Das ist immer. Ah, jetzt raff ich das erstmal. Ja, das ist ja krass. Ich so voll das Offensichtliche nicht mitbekommen hier. Passiert das noch, wenn ich einfach nur weggucken kann? Hier. Oh, und der Turm setzt mich an. Steck mal hier drin. Oh Gott. Das ist mir schlecht, Alter. Kann ich hier hin? Nee, mach mal nicht Auge, Alter. Pass auf, jetzt gleich öffnet das. Ach ja, ich hab. Oh Gott. Oh. Alter! Alter! Oh. Vielmann. Die neue Vielmann-Werbung. Ja. Ja, das war ja Schau. Das war ja total Schau. Okay, alles klar, also. Ich guck mal kurz. Nee, ich komm gar nicht mehr ran. Kommen wir jetzt an die Vase? Nee, auch nicht. Nee, zum Glück. Heftig. Heftiger Shit. So, aber jetzt kommen wir bestimmt wieder raus, wieder, oder? Oh ja, jetzt kommen wir wieder raus. Mann. Wir sind jetzt auch, genau, in diesem Gang mit den Ketten. Ah. Canvas, Crawlers, Leinwandkrabbler, Masse, pulsierendes Fell wie Gift zu malen, Feuer letzter Ausweg. Ja, ob das einfach bloß zusammengerotzte Wörter sind oder ob das nachher irgendwie. Ah, das sind wahrscheinlich die Wörter, die nachher den Brief immer weiter komplettieren. Na? Stimmt. Ah? Könnte sein. Könnte sein, oder vielleicht ist es doch einfach nur totaler Scheiß und irgendein total geistig debiler hat das einfach nur aufgeschrieben. Aber würde mich über der übersetzt ins Deutsche. Ja, okay, kann gut Englisch, ich mach das. Oh, schön. Okay, sorry, Praktikant, war nicht so gemeint. Oh Gott. Oh Mann. Ey, das ist halt fies, weil ich halt solche Sachen immer so dermaßen kalt auf immer erwischen irgendwie. Ja, das ist halt. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Oh nee, hier so ein Rotzeschnodder. It's all worth it. Um...
Ja, klar. Kann nicht sein, das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist echt heftig. Mir ernst, ja nochmal sagen würde, oh my gosh. Alter, was ist das für ein Scheiß. Und hier stehen ja diese Pastille. Was ist denn mit der Flasche? Was macht die denn? Oh, okay. Sie flaggert. Glitscht so weg. Aber was trinken sollen? Wir gucken uns erstmal diese wunderschöne Lebensbejahende Milde an. Das ist ja auch schön. Irgendwie völlig posiert. Ja, ne? Das ist alles so. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für die Farbe stehen soll, die halt lebendig ist und von dem Bild. Ne, aber es wächst ja zum Bild alles hin irgendwie. Ja, es geht nicht vom Bild aus. Ja. Oh, ja, du Flasche doch erstmal. Hey there, Princess. Schnaps. What? Oh. This is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Ja, also halt immer der Scheiß, ne? Dass halt mit diesem Alkoholismus halt irgendwie auch so eine Jähzornigkeit kommt irgendwie ins... Halt schlimm für alle. Das ist kacke. So, hier haben wir eine Kurbel. Ja. Damit können wir jetzt was machen? Fässer anstechen oder was? Oder wie? Ja, Ortsoft-Eas! Ortsoft-Eas! So. Ist ein bisschen früh. Mach jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, mach jetzt nicht! Nein, nein! So, ach ey. Oh nein. Nein. Ja, sie ist weg. Ja, und ich dachte, das wird heute eine ruhige Aufnahmesession, ey. Nee! Also ich sag mal, wie das ist, ab einem gewissen Punkt kann ich sowas nicht mehr spielen irgendwie. Das ist mir zu heftig, Alter. Ich krieg ja nur noch graue Haare, Alter. Ich will noch mal 28 werden. Oh. Aber das ist... Hey, ist das immer der gleiche? Nee, ist nicht immer der gleiche. Aber ist das gleiche jetzt, aber... Was denn? Wie? Was? Nee, ist nicht der gleiche Raum. Ja, nee. Also, es ist der Flur. Was höre ich denn hier? Ich hoffe, das ist der Wind, den ich hier höre. Also, ja. Ich würde sagen, ja. Bitte? Ja. Ich weiß nicht, ob das der Wind ist, Benny. Meinst du nicht? Das war der Wind bestimmt hier so. Ah, ist ja, hör mal. Meinst du, dass da jemand so rumatmet oder was? Der hat bestimmt auch Allergien. Klar, wo geht denn das jetzt hin? Ist immer noch der Meinung, dass der Wind ist? Du konntest mit dem nach unten konntest du gerade interagieren. Was? Ja, musst weiter nach oben gucken. Guck mal weiter nach oben an der Stange. Guck mal. Nein. Oh Gott. Was war das? Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Oh Scheiße, was soll denn das da? Handschellen. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Was? Aber guck mal, der Wind hat aufgehört. Ja, hier steht was. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Ja, soll das jetzt quasi...
Ketten seines Schmerzes darstellen, irgendwie, die ihn fest im Griff haben, oder? Das ist ein gigantisches Schloss. Na, hier sind wir doch schon mal angeknuspert, oder? Ah. Was soll denn die Tür darstellen? Sind wir Handtücher? Sind wir Bad? What are we doing with this? Ein Oldschool-Regenständer. Ein Regenschirmständer. Dann das Flaumen, oder? Oder einfach nur schwarze Brötchen. Oh, ein Brief. Ein Brief. Oh Mann. So. Ja. Der Bild hängt falsch rum. Der Bild hängt falsch rum. Okay, we take a look. Nein. Mach das Licht wieder an. Oh. Ja, deswegen macht man Lichter auch nicht aus. Scheiße. Ey, das ist bei dir mit Fernsehen und Lichtern. Boah, Junge. Ich sehe den Schalter, ich muss ihn drücken. I'm a simple man. Was macht denn der rote Knopf da? Ich drück mal ruf. Don't push the red button. Ist sein Ditte. So, ja, es ist okay. Gibt es hier noch etwas zu holen? Nix. Oh, dein geliebter Fahrstuhl, Benny. So. Okay, Tür ist zu. Ja. Wie? Wähle jetzt links für Kanal abonnieren oder rechts für liken? Ja, dann bin ich für Kanal abonnieren, bin ich für links. Okay. Ja, links ist kacke, links funktioniert nicht. Scheiße, wir müssen nach rechts. Ah, weil ihr Gott sei Dank schon abonniert habt. Ihr verrückten Teufelszuschauer, ihr. Okay, also, das geht auch nicht. Achso, die Tür ist auch noch richtig zu. Oh, die Tür ist nicht richtig zu. Die Tür ist nicht richtig zu. Hm. Aber jetzt fahren wir nach oben. Wir fahren nach oben. Das ist schon mal schön. Das ist, oben, okay, das ist nicht so schön. Nee, nicht so eine Flacker-Scheiße hier. Nicht so eine Flacker-Scheiße. Nein. Shit. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hinkicken soll jetzt. Oh Gott. Bin ich vor mir nicht zu machen. Wow! Oh, nein! Alter. Hast du diese hässliche Fratze gesehen? Oh, Junge. Alter, das ist doch nicht wahr, Alter. Was geht denn... Oh Gott. Fühlt sich so Geisteskrankheit an? Ist ja nu. Okay. Wer jetzt auf dem Fahrstuhl? Also... Okay, der Fahrstuhl kommt runter. Mann, ey. Ey, Benni, das nimmt mich ganz schön mit hier alles. Ja, mich auch. Das ist mal... Ja.
Geh auf! So, ich habe beschlossen, ich stelle mich jetzt hier einfach nur noch eine Stunde hin und mache einfach die Schublade. Das ist einfach, um mich zu beruhigen. Oh, bestes Let's Play ever. Ever. Okay. Ich versuche mal auch gerade so ein bisschen auf die Kette zu kriegen, wie viele Räume das hier überhaupt geben soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Übersicht sowieso schon lange verloren. Wir sind jetzt gerade nach oben gefahren. In welcher Etage stecken wir denn jetzt? Also oben, unten, Mitte. Wie viele Etagen hat dieses Haus überhaupt? Aber wir sind ja abgestürzt. Wir sind wieder runtergeklatscht. Aha. Da ist eine Clock. There's a clock. Glass is taken? Nee, können wir nicht. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Jo. Hickory dickory wird Heidelbumdeil übersetzt. Das ist auch geil, Alter. Heidelbumdeidel. Können wir die aufschrauben? Oh, ich würde sie gerne mitnehmen. Ich hoffe, dass es einfach unser Objekt ist für die Geschichte. Aber ist es nicht. Ach, Mann, oh. Ja, die Uhr gibt es, glaube ich, nochmal. Also, wir haben ja vorhin zum Beispiel diesen Hundekorb oder Maulkorb gesehen vom Hund. Ja. Den hatten wir in der allerersten Folge, hatten wir den auch gesehen. Ja, das ist auch echt, in der Hand. Ja? Gleich beim Eingang links quasi. Ja, und stimmt. Die Uhr ist. Oh, ich weiß nicht mehr, wo die Uhr war. Ich weiß nicht, ob die in unserem Raum stand, wo unser Gemälde ist. Aber die hat ja auch irgendeinen Sinn und Zweck. Deswegen gibt es anscheinend dazu immer so ein paar Storypoints. Okay, dann merkt ihr mal 22.37 Uhr. Merke ich mir nicht, das schreibe ich mir auf. Oder? Das schlaue Büchlein. Schreiberling, notiere er. Was hast du gesagt? Zwei, was? 22.37 Uhr oder 10.37 Uhr. 37. Habe ich. Okay, mal nach vorne wird es wieder diffus. Ja. Oh nein. Ja, ich muss mal die Tastatur wieder ein bisschen wegschieben, nicht dass auf meine Aufnahme ausgeht. Was ist das Rote? Ahnung, das ist wahrscheinlich wie auf dem Bild einfach irgendein verwischtes Detail. Ja, Türen öffnen sich. Ach, das Licht sieht eigentlich noch ganz einladend aus. Ich weiß, ich werde es bereuen. Aber ich sag mal, hallo! Okay. Oh Gott. Oh nein, Benny. Wer? Oh Mann. Bist du, Alter? Alter, was für ein straighter Shit ist das hier irgendwie? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Das ist wahrscheinlich der Raum, in den ich gerade reingelaufen bin. Glaube ich. Mal gucken. Nein, ist es nicht. Aber naja, wer weiß das schon in diesem abstrakten Konstrukt von Haus hier irgendwie. Ah. Sieht ja mal noch halbwegs angenehm hier aus. Mal von der unheilsschwangeren Musik mal abgesehen irgendwie. Ja, das ist das Office, wo wir schon mal waren. Da haben wir den ersten Schlüssel irgendwie uns gegrabbelt. Telefon! Ja, die Frage ist, wo ist denn das Telefon? Hier wird da jetzt kein Handy drin sein, oder? Was ist denn jetzt hier los? Was steht da? 363. 363. 363. Aufgeschrieben. Aha. Ah. Ja, Telefone sind hier gut versteckt. Talk to me! Why won't you talk to me?
So, jetzt kannst du wahrscheinlich wählen. Ja, halt mal. Und er will bestimmt die 363 haben. Ja, groß haben. So, liebe Kinder. So hat man damals telefoniert. Das ist eine Wählscheibe. Also der Song kommt irgendwie von hier. Okay. Was machen? Irgendwas am Gemälde? Oh! Wow. Okay. Okay. Welches Gemälde denn? Oh, hier kam eine Puppe. Okay. Oh Mann, Alter, ist das so stranger Shit, ey. Aha. Nein, nein, Alter, nein. Oh Gott. Nein. Denn? Doch, doch da unten. 853. Okay. So, und wenn... Früher, wenn man mal irgendwie, wenn man jemanden nicht erreicht hat über Telefon, haben die irgendwann so die Finger wehgetan, weil du x-mal eine Nummer wählen musstest. Oh nee. Da links ist eine Puppe. Oh shit. No, Claude. Solves nothing. It never has. It never will. Ich geh mal. Nein. 354. Ja, und da unten ist das Telefon dazu wahrscheinlich. Da, das ist da. Aber, wie? Ich spring doch jetzt hier nicht runter. Nee, da, also guck mal hier, da rechts. Und unter der 354, genau, da unten. Nee, da waren wir ja schon. Meinst du nicht, dass wir da... Ich glaube... Achso, warte mal. Können wir hier das Telefon nutzen? Ui. Habe ich mich jetzt vertan gerade? Oh nein, habe ich nicht. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja total schau. Das ist ja super hier. Das ist... Nein! Oh, Kinder, nee. Ich würde mich heute so verfolgen, diese Klingel. Wie, jetzt hat er einfach bloß ein bisschen Putz auf die Birne gekriegt, oder was? You deserve this. All of it. All of it. All of it. Okay, okay. Oh, ey, sag mal, gut. Ist jetzt, nein, nicht mehr, alles weggerissen. Aber das ganze Game fühlt sich an wie so ein Einzjahr. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off?
Aha. Alter, der Typ hat sich nicht nur ein Bein abgeschnitten, er hat sich nur einen Finger abgeschnitten für sein Scheißbild. Hat er nicht auch selbst sich Blut abgenommen für Farbe? Jo. Ich sag ja Künstler. Alter. Trial and Error. Ach so, Trial and Error. Okay. Und? Das da. Hey! Da ist doch unser Safe Room. Sieht immer schöner aus, ne? Aber wie sind die Puppen weg? Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, na dann wird's mal Zeit, unser Bild weiterzumalen. Mhm. Mit unserem Finger. Toll, toll, toll. Fingermalerei quasi. Oh. Oh. Ist das unsere Frau? Sieht so aus. Also diese komische, wie nennt man diesen Kragen? Irgendwie den habe ich auch bei der Frau gesehen, die uns da ständig weggrabbelt. Also geht mal stark von aus, das soll unsere Frau sein. So, Benny, bist du bereit? Ich denke, jetzt geht's zum Endspurt. Na dann, lass uns. Let's do it. Bin mal gespannt, wann wir da drüben in diese verkettete Tür kommen. Das wird bestimmt der letzte Step sein. Was wir da wohl finden, ob da die Leiche unserer Frau drin ist? Ob wir da tot drin sind? Ob unser Kind da drin tot ist? Ich war was? Immer diese, warum? Oh. Bitte? Oh. We are running out of apples. Wir haben keine Äpfel mehr. Okay. Na denn, wenn's keine geringeren Probleme gibt. Ja, sehe ich auch eindeutig. Wir haben keine Äpfel mehr. Ich will gerne aus dem Haus einfach nur raus. Ja. Das wollen wir alle, Benny. Das wollen wir alle. Oh, shit. Oh, hier war noch ein Zettel, ne? Ja. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Okay. Ach, dieses schöne Bild wieder. Das ist auch echt freaky, oder? Wow. Was soll das denn sein? Brand alles und oh Gott. Schrecklich. Hat er am Ende einfach ein Feuer gelegt, oder? Ja, also es hat muss ja sehr stark gebrannt haben, weil seine Frau wurde ja bei diesem Brand verletzt, gehe ich mal von aus. Okay. Okay. Das ist ja. Was? Oh, Scheiße. Was ist das denn? Was sehe ich denn hier? Was ist das? Ratten? Das Ratten von oben war, oder? Oh Gott. Nein. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Den Ratten hinterher. Krass, alle Ratten sind aus dem Gemälde geflohen. Nur diese. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Ja, das ist auch die Ratte, die vorhin irgendwie als Schatten abgebildet war, ne? Ich dachte, das wäre jetzt die Ratte gewesen, die uns den Weg gezeigt hat. Meinst du? Das kann auch sein. Ich hoffe nicht. Na, auf jeden Fall hat er seine Tochter anscheinend gerade wieder zugeschissen. Creepy shit. Luft einfach durch, Benny. Zieht einfach durch jetzt. Nein! Siehst du, ach du Scheiße. Nein. Uncool. Bleib mal schön da hinten. Bleib mal schön da.
geh da. Nee, möchte da nicht drin, Benny. Oh, also ist abgeschlossen. Oh, sind wir jetzt traurig. Dann müssen wir da hinten leider wieder raus. Ja, genau. Halt. Bleib. Auf. Bleib. Bleib. Oh, das sieht doch alles so dämonisch aus, so als wäre man nur auf Drogen hier. Gott. Du Mann, ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieses Spiel echt so heftig ist. Ich hätte auch gedacht, so das ist easy, let's play, machen wir locker flockig weg. Lass uns raus. Aber nee. Fenster zu, Jan. Oh nein. Das ist aber... Schöne, viele leuchtende Farben. Oh, okay. Na, das ist ja schön. Na, das ist ja schau. So, dann jump mal rein. Was? 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 Wie? Ich sehe nix. Geh einfach raus. Geh einfach raus. Oh je. Ich hau einfach, ich renn einfach weg. Was? Alter, ist denn das für ein schreckliches, schreckliches Haus? Warte mal, wir haben noch eine Kurbel gefunden, wa? Wie? Ja. Ich glaube, ich habe einen Termin vergessen. Ich glaube, ich muss noch weg. Oh Gott. Was? Was? Die hat da einfach bloß aus... Die hat da tief vergraben. Die Seemehle. Oder was? Ja, aber warum? Das wäre auch geil, wenn du jetzt einfach so Fragen wie bei Phasmophobia stellen musst, so, wer bist du? Genau. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihre Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363 853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Was war denn die letzte Nummer vorhin, Benny? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber die ersten beiden waren auf jeden Fall 363 853. Ja, was waren das? 456 oder so? Das war eine sehr zusammenhängende. War das nicht 3535? Ah. So, was war das? 853. Und war das nicht denn noch 8? Geh mal auf 8. 5.
6. Jetzt weiß ich nicht, ob 3 oder 2. Ach, Achso, kannst du. Ein fehlt noch. Nein! Das war's nicht. Aber, also das Spiel kann ich jetzt hier nicht so zurücklassen irgendwie. Also. Nee, also wir haben ja die 363, 853, die habe ich mir ja aufgeschrieben. Wir müssen ja wahrscheinlich noch irgendwo anders jetzt einen Zettel finden, wo die restlichen oder restliche Schnipsel zu finden ist. Das ist ja so abgerissen. Also letztendlich waren es natürlich, ne, die Nummern, die Telefonnummer, die wir vorhin alle gefunden haben. Mhm. Aber, naja, wir haben es jetzt natürlich sehr Ah, okay. Können wir jetzt einfach weiterlaufen oder finden wir jetzt erst den Tipp? Ah, okay, alles klar. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist das. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen und mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Was hat unsere Frau geschrieben? Können wir das noch umdrehen? Nein, können wir nicht. Können wir jetzt nicht einfach diese Hexenbretter zurücklassen, ohne so das, oder finden wir jetzt noch hier irgendwas? Ich hätte gedacht, dass wir jetzt irgendwie noch die restlichen Zahlen finden. Ja, das hatte ich eigentlich ehrlich gesagt auch gehofft. Aber guck mal, wir können hier schon sehr weit laufen. Oh, nicht schon wieder das Kind. Nicht schon wieder das Kind und wahrscheinlich die Frau. Ich versuche mal einfach um die Ecke zu laufen, um. Aber ich denke, wenn ich hier jetzt hinlaufe, dass ich die trigger. Und hat er geil gemacht? Ja. Das ist wie zu einem Hund sagen, mach nichts und dann sich selber auf die Schulter klopfen. Sieht man hier irgendwie noch Telefonnummern? Können wir jetzt, warte mal, können wir jetzt hier zurück? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie. Ach, nein. Okay. Scheiße. Und? Kommt sie hier? Nee, da kommt doch keiner. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty. Everlasting. Immortal. Ja, das ist die Kette unserer Frau. Oh, oh. Oh, und wie Kritze und der Krake plötzlich hier wieder. Das hat dieser Geist um. Oh. Ein heller, schöner Raum, ist das toll. Ist das mal schön, wird das danach nur umso schlimmer. Oh Gott. Oh Gott. Wie so ein Herz. Oh Gott. Na endlich, na endlich. Aber wir haben kaum noch Klopapier. Ist das aus Holz? Erstmal abziehen. Oh, ich denke, könnte mal gemacht werden. Oh, what is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Das hört sich nicht gut an. Ich glaube, die Frau hat...
Oder die Tochter. Na? Nein. Benny, du kennst meine Vorlieben in Horrorspielen. Okay, krass. Also du musst in dem Falle wahrscheinlich erstmal die Maus hier durchhalten. Er ist jetzt gerade von alleine aufgetaucht. Okay. Ich mach's mal nochmal. Ja, ist natürlich sehr. Ja, es wirkte gerade sehr, sehr friedlich für mich irgendwie. Ist natürlich halt auch sehr, sehr verführend. Okay, er triggert jetzt dadurch irgendwelche Erinnerungen. Das ist ja heftiger Shit. So. Benny! Ja, toll! Auf die zwei, drei dissonant einsetzenden Töne gerade wird sehr, 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 sehr schön für mich. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Hat er sich sein eigenes Auge da rausgelöffelt? Oder ist das Auge von seiner Frau? Also wenn er schon so einen Scheiß macht, dann soll er bitte bei sich selber machen. Oh, aber wer macht sowas? Wir haben das sind wir jetzt wenigstens Stück. Wieder im... Ja. Okay. Wir wurden gerade vom Spiel verarscht, Alter. Shit. Und nur schwarze Steine. Ah, okay, alles klar. Wir müssen die Steine wieder finden. Und es ist hier rattendunkel, Alter. Shit. Ich hoffe wirklich, es sind nur drei, die wir finden müssen. Da fies mir auf, wenn einer hier auf dem Boden versteckt ist, so. Zwischen den anderen. Das ist ja wirklich... spielen? Ich kann Dame leider nicht. Ich glaube, wir können es auch nicht spielen. Oh je. Fehlt da das Auge? Sind wir das?
Das ist natürlich möglich, wa? Abgedeckt, weil wir unser Auge rausgehauen haben hier, ausgelöffelt. Okay, so pervertierte Kinderzimmer wieder. Finster, ey. Das ist so bitterböse alles. Also, nee. Da ist ein Dämmerstein. Okay. Komischer Zug. Alter, wie oft fährt das Ding hin und her? Ach, das Ding wieder. Oh nee. Und Bürsten? Ja. Wirklich? Wieso Bürsten? Wofür stehen denn die Bürsten? Bürsten und diese Steine. Ja. Windsteine? Also, ja, diese Spielsteine, ne? Genau. Heißt also, die Würfel stehen für das Kinderzimmer, wo unser Kind im Bett gestorben ist, wie die Ratte, und die Bürsten stehen für das Badezimmer, wo unsere Frau gestorben ist, oder was? Leute, wenn ihr davon irgendwie einen Plan habt, irgendwie, oder einfach nur an der Stelle irgendwo ein bisschen mehr durchsieht als wir, was sehr hohe, sehr wahrscheinlich ist, haut's in die Kommentare, bitte. Ja. Also ihr durft hier gar nichts machen. Irgendwie wieder einen Spielstein suchen, oder irgendwas? Wahrscheinlich irgendwie, aber... hier gar nichts. Oben an der Decke, da. Ich meine, es ist. Was? Da unten, aha, da liegt das. Klar. Ja, aber jetzt muss ich. Also, wir mussten jetzt wirklich rausgehen und wieder rennen, um das jetzt zu triggern, oder? Dass alle, oder? Sachen runterfallen? Ja, ich habe gerade noch gesehen, da. Heart will go on, Alter. Es geht ab. Okay, alles klar. Alles klar. Guck mal ganz kurz unten erstmal. Was sagen wir? Waren wir schon im Badezimmer? Ja, hat okay. Ihn auch schön abgeapfelt. Ich mach mal zu, das Ding. Da ist der Chip. Oder der Spielstein, besser gesagt. Okay.
Dann schauen wir nochmal. Bist du noch da? Ja. Oh, guck mal hier, eine schöne Puppenschale. Das ist aber was Schönes. Ja, davor, das fängt ja mal bauen. Davor ist ein Spielstall. Denn was? Ist doch nicht... Klar, alles schließt sich. Yeah. Zermürbend. Da ist das da nicht auch noch ein Spielstein? Ja. Das sind eine Menge Steine, die jetzt hier auf dem Turm sind. Ja, ja, ja. Also, ich verstehe die abstrakte Sprache, die mir das Spiel jetzt hier aufzwingt, gerade nicht mehr. Irgendwie verstehe nicht, was das jetzt mit dem Damenspiel auf sich hat. Heute die Häusersuppe. Was ist denn jetzt? Er dreht sich von alleine gerade? Ich jetzt immer von alleine. Okay, wo steht denn das Klavier? Ja, Benni, hilf mir mal. Ich weiß jetzt hier nicht, was... Da kommst du nicht hoch, ne? Nee, wir gehen nochmal kurz da raus. Der letzte Stein. Wo ist das Klavier? Mal top fünf sagen. Was? Okay. Jetzt ja, sind wir wieder bei uns im Home. Alter, das passiert halt, wenn du dir halt einfach das Bein abschneidest und das Auge rausballerst und den Finger wegsäbelst und dein Blut malst. Okay, lass uns schauen, was bei rauskommt jetzt. Der letzte Step. Unsere Frau. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it.
Please! I was so close! This time, I almost had it! Scheiße. Oh Gott. Ja, du Gott. Ich hab's mal ausprobiert, ey. Das Haus, wie es eigentlich aussieht. Ah, also nicht quasi in unserer Psycho-Welt. Schlüssel. Ja, den Schlüssel braucht man für das Atelier. Müsste man sich. Heftig. Alter, hast du gesehen, wie oft er schon versucht hat, dieses Bild zu malen? Okay. Schön. Also sehr schön. Das ist geil gemacht. Ja. Ja, das hat wirklich schön irgendwie. Ja, liebe Zuschauer, ich mache das jetzt hier so lange weiter, bis hier ein Ende des Buches da ist, weil ich finde, die Leute, die hinter diesen Spielen stehen, ja, die für uns meistens gesichts- oder namenlos sind, irgendwie finden hier mal ein bisschen Geltung irgendwie und ein bisschen Anerkennung. Und ich finde, das sollte man, diesen Moment sollte man ihnen auch zugestehen halt, ne? Weil die arbeiten lange und hart daran irgendwie, dass wir hier uns, ich sag mal, gruseln können und halt ein tolles Spielerlebnis haben. Und es ist toll, dass sie sowas einbauen irgendwie. Das ist schön, das freut mich für sie. Ja. Deswegen sollte man sich halt auch mal die Zeit nehmen. Und mal alle Seiten durchblättern. Hagrid! Okay. That's it. Können wir denn jetzt das Haus verlassen? Ja, verlassen wahrscheinlich nicht, sondern wir haben ja jetzt den Schlüssel nochmal fürs Atelier. Für unten. Ach scheiße, stimmt, da waren wir ja nie drin, ne? Wir waren ja nie da drin. Weil hier ist ja, genau. Hier war das, ne, wo wir die Zeit verlangsamt haben noch. Ach scheiße. Mhm. Okay. Let's go downstairs. What new? Ist jetzt gerade so nach rechts weggeguckt. Genau.
dass sie mit der leeren Staffelage. Aber da müsste noch jetzt der vervollständigte Brief zu finden sein, oder? Okay. Oh nein, das geht ja von vorne los. Ach scheiße, das geht ja von vorne los. Jawoll, ein zweiter Durchgang. Schön, schön, schön. Oh, krass. Okay, Leute, das war Puh. Leer so viel. Benni, sag mal was. Ja, ich bin ein bisschen traurig drüber, dass wir nicht alle Sachen gelöst haben, wie jetzt mit dem Ouija-Board und so dem ganzen Kram und auch, dass wir uns jetzt am Ende nicht nochmal den Brief komplett angeschaut haben, wo ja immer wieder Wörter dazugekommen sind. Ansonsten war das Game an sich komplett krank. Also kaputter geht's ja kaum noch. Also so, ich hab nicht, also Horroraspekt ist mega, Atmosphäre mega. Ich werde davon Albträume haben, so ein bisschen. Und ja, war dennoch spaßig, hat auch Spaß gemacht mit Steven zu zocken. Bin ganz froh darüber, dass er spielen durfte und ich einfach nur da saß und blöd quatschen konnte, wobei so viel quatschen war diesmal gar nicht, aber ansonsten hat mir das Spiel an sich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also war schön. Heftiger Shit. Richtig heftiger Shit irgendwie. Also wow, also hätte ich gewusst, wie das Spiel ist, hätte ich es schon früher gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hab nicht gedacht, dass das wirklich so ist, wie das jetzt war. Und das war sehr intensiv. Also, und da muss ich sagen, irgendwie bin ich sehr froh, dass Benni jetzt mit bei war, irgendwie. weil ansonsten alleine ist das schon, wäre das wirklich schlimm. Das wäre wirklich schlimm, irgendwie so zu zweit kann man immer noch viel so ein bisschen über du weißt, dass der andere da ist irgendwie und du weißt, dass er dir noch zur Not irgendwie mit einem blöden Spruch zur Seite steht, so. Aber wenn du das alleine spielst, Alter. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ansonsten würden wir uns halt wirklich freuen, irgendwie, wenn ihr ein Abo da lasst, irgendwie die Glocke aktiviert, einen Kommentar unten reinhaut, ne? Und einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet, ne? Dann kann ich jetzt nur sagen, ciao.